Oh, Chat, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich habe übrigens noch ein paar Subs, die ich überlesen muss, beziehungsweise ein Sub, und zwar von Gladiator95. Ich danke dir vielmals für den Resub hier im 4. Monat und hey ho, was geht ab? Dankeschön. Danke, danke, danke für den Resub. Chat, wo machen wir am besten unsere Cam hin? Die ich überlesen muss! Die ich überlesen habe, meine ich. Oh Mann, du Troll. Hallo Anne, mir wäre das gar nicht aufgefallen. Spielst du denn eigentlich auch nur on-stream oder auch off-stream Rust? Ich würde tatsächlich Rust nur on-stream spielen, Chat, wahrscheinlich. Also zumindest ist es so geplant. Ich bin ja ab heute jetzt wieder zu Hause. Werde jetzt die nächste Zeit nicht pendeln, weil Robin jetzt quasi die nächste Zeit bei einem Kumpel ist ab morgen. Und dementsprechend habe ich dann auch die Wohnung für mich alleine. Das heißt, ich bleibe dann die nächste Zeit hier, aber wahrscheinlich dann auch einfach ein bisschen öfter und spontaner die Möglichkeit, einfach den Stream anzuhauen. Hey, Denno, was geht ab? Darf man die Base der anderen angreifen oder ist das alles PvE so, ne? Nee. Nein. Sollte man nicht machen. Spontane Streams klingen gut. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch die letzte Zeit halt immer mal wieder den Streamer-Kollegen halt abgesagt für einen entspannten oder spontanen Among Us-Abend oder so, weil ich halt meinte so, heute Vormittag irgendwie schon hier gewesen, jetzt extra wieder dafür nochmal her. Also ich hätte natürlich gerne mit denen gezockt, natürlich, und auch gestreamt, aber halt dann wieder zu pendeln und wieder herzufahren, um halt nächsten Morgen wieder herzufahren, das war mir dann doch ein bisschen zu viel tatsächlich. Deswegen ich dann einfach gesagt habe so, ey, aktuell nicht. Soweit das sich alles ein bisschen normalisiert hat hier zu Hause, dann auf jeden Fall sehr gerne. Passend zu meiner Quarantäne spontanen Streams, ich lieb's. Denkt dran, Celoni, morgen gibt es einen Stream, morgen Abend gibt es Mario Party, Mario Kart, es wird witzig werden. Wir spielen nämlich mit Mario Party, mit Frodo, Wirt und mit Leslie zusammen. Mit denen spielen wir erst noch ein bisschen Mario Party, anschließend gibt es Mario Kart. Das wird auch cool werden. I'm not gonna lie. Perfekt. Das wird cool werden, ja. Und danach, also danach, vielleicht davor noch, vielleicht mal gucken, wie ich morgen vorankomme mit meiner Mami. Die wollte mir morgen, wie gesagt, auch beim Saubermachen ein bisschen helfen, damit ich die nächste Zeit hier, ne, alles easy ist und so, ja. Hey Nacho, einen schönen guten Abend. Wie geht's dir? Sag mal, Celoni, seit wann bist du in der Quarantäne? Komplett neu? Also jetzt seit heute, oder was? Chrysler, magst du mir das vielleicht mal... Sorry. Magst du mir das vielleicht nochmal schreiben, wenn ich den Stream ausgemacht habe oder so? Wobei ich das auch vielleicht jetzt machen könnte. Wir haben jetzt eh nicht ganz so viel zu tun. Außer, also, wir können halt miteinander quatschen, Chat, aber ihr quatscht nicht so gerne mit mir, oder? Ich quatsch auch gar nicht gerne mit euch. Spaß. Okay, warte mal. Lino. Oh Gott, ich bin aufgeregt, Chat. Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich danach auch noch einen Ladebalken haben oder ob das der letzte ist. We will see, I guess. Also ich würde auch nicht gerne mit mir selber reden, Chat, muss ich gestehen. Schnubbi und Gig, genauso wie Katastrophe. Cruzy, danke schön für die Follows. Danke. Müsste jetzt angepasst sein, Chris. Ich weiß nicht, habt ihr gute Erfahrungen, Chat, wo man die Kamera am besten hinmacht? Hier in die Mitte, oder? Ist immer gut. Mitte ist immer gut, habe ich mir sagen lassen. Mitte, bitte. Oben links ist echt am besten. Perfekt. Mann! Ihr dürft nicht immer meinen Troll mitspielen, Chat. Ich wollte nur richtig. Aber ganz ehrlich, was erwarte ich denn? Wenn ich halt selber reintrolle, dann kann ich auch nicht erwarten, dass ich von euch eine ordentliche Antwort bekomme. Zweimal so groß. Okay, warte. So. Größer wird sie aber nicht mehr, Chat. Nein, Lara. Hallöchen. Du triffst doch die Bäume wieder nicht. Ey, Chat, ich sag euch jetzt schon mal, ja? Man muss wahrscheinlich gleich halt so Bäume fällen und alles, ja? Ich habe das gestern kurz probiert und ich hatte meine Schwierigkeiten. Es sieht einfacher aus, als es ist, okay? Ihr werdet es sehen. Shushu kann das bestimmt auch nicht. Die Cam bitte in die Mitte, 200% Size und alles schön verdecken. Full Cam Stream geht auch, vielen Dank. Oder wollt ihr wieder diese Cam haben, Chat? Hm? Wollt ihr lieber die? Du musst nur das rote Kreuz treffen. Das haben die Jungs mir gestern auch schon gesagt. Und ich habe das rote Kreuz halt nur nicht getroffen. Das ist doch eine Drama-Queen, ey. Die ist so abgehoben, Franzi.
Hey Sadie, Hallöchen. Gute Besserung an dich, Saloni. Gute Besserung. Hey Denise, schön dich zu sehen. Wie geht's dir, Girlie? Wie geht's dir? Ted, ihr seid so hyped. Ihr seid so aktiv. Ich freue mich voll gerade drüber. Ich hatte Legend halt ein bisschen Schiss davor. Gerade weil wir halt Rust und so spielen, was halt viele von euch vielleicht auch gar nicht so richtig kennen, genauso wie ich. 1055 von 17.428. Hey Chat, das ist noch ein langer Weg. Ich habe zero Plan von Rust. Man soll überleben. Das ist ein Survival-Game. Survival mit Roleplay. Aber die 17k gehen schneller als 9k. Mal gucken. Ja, also sobald wir den Stream dann ausmachen, sollten wir dann irgendwann auf dem Server sein. Also ich muss auf jeden Fall die nächsten Tage möglichst früh auf jeden Fall schon mal ins Game gehen, damit ich hoffentlich dann nicht so lange mit euch warten musste. Das tut mir wirklich leid. Wir konnten leider erst um 18 Uhr auf dem Server joinen. Und wie man sehen kann, braucht es bei mir ein bisschen länger. Ein bisschen. Ob du heute noch spielen willst? Eigentlich will ich gar nicht spielen. Eigentlich möchte ich ganz gerne mit euch quatschen, weil ihr seid eh gerade ultra hyped. Finde ich super. Travichen, Dankeschön für den Resub im 28. Monat. Einen wunderschönen Shorty High und Shorty Hard. Herzlich willkommen zurück im 28. Dankeschön, Nasi. Da fällt mir gerade auf, Shushu spricht ja so toll Fränkisch. Nessie und Shushu in einem Team wird einfach awesome. Warum? Ich weiß nicht. Also Shushu spricht eigentlich gar nicht so doll Fränkisch, oder? Zumindest nicht, wenn sie mit uns spricht. Ich weiß nicht, wie das Ingame ist. Also mir hat es ziemlich gut gefallen. Ist das so? Ist das so? Da weiß ich aber, was ich auf jeden Fall heute nicht mehr machen werde. Viel Spaß. Ob dieses Jahr Kieler Woche stattfindet? Ich weiß es nicht. Man wird es, glaube ich, sehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es halt zumindest nicht in dem Maße sein wird, wie wir es halt gewohnt sind. Ich meine, die letzten 2 Jahre ist ja auch schon leider ausgefallen, aber es ist ja auch absolut nachvollziehbar gewesen, warum es halt ausgefallen ist. Mehr als das, obviously. Aber ich würde, also natürlich, ich würde es mir auch wünschen. Ich habe Kieler Woche halt auch immer super gefeiert. Es hat auch immer so viel Spaß gemacht, in der Kieler Woche zu feiern zu gehen und so, von daher. Ja, schaut ihr wie immer sehr frech. Ey, Chat, also ich möchte gerne mal von euch, also eure Meinung haben, Chat, okay? Und die sollt ihr jetzt wirklich einmal ehrlich beantworten. +1, wenn ihr denkt, ich bin frech. +2, wenn ihr denkt, ey, Shorty und frech überhaupt nicht. Shorty ist voll lieb. Einmal ehrlich, okay? Einmal ehrlich! Schupfe so, ich weiß es nicht. Ich kenne Shorty noch nicht. Kowali, dankeschön. Hey, Marvin. 1, 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
Aber ich habe ja gesagt, wir machen das auf jeden Fall, sofern halt das mit Corona und so irgendwann sich eingependelt hat. Dann machen wir zu 100% ein Community-Treffen hier im Norden. Ich weiß, es wird halt immer welche geben, die sagen, hey, wollen wir uns nicht in der Mitte treffen oder so, weil es für einige halt weiter weg ist als für andere. Man müsste halt mal gucken, wo man das macht. Aber ich will es auf jeden Fall sehr, sehr gerne machen. 500 Leute Community-Treffen mit Shorty. Ich glaube nicht, dass das so viele werden. Also ich werde selber nicht kommen, weil ich mich nämlich selber gar nicht sehen wollen würde. Nein, Spaß. Ich würde euch wirklich sehr gerne sehen, Mann. Nee, wäre halt auch gleich ums Eck für mich. Ja, eben. Von daher wäre das ja für dich gar kein Problem, Kim. Gar kein Problem. Das heißt, es ist ja wirklich mal so ein... Kann man kurz mal ins Auto setzen, ist man ja schon da. Daddy, können wir noch mal kurz die Abfrage machen? Aus welchem Bundesland kommt ihr? Ich komme aus Schleswig-Holstein. Jetzt ist die Frage. Wohnt ihr weit weg oder nicht so weit? Norden passt? Ja. Landei, weißt du, bei Landei habe ich mir schon fast vorgestellt, dass du aus dem Norden kommst. Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen. Ja, okay. Kriegen wir auch noch ein paar Nordlichter oder so? Ja, Hessen, weiß ich, Chat. Viele aus Hessen. Nordrhein-Westfalen. Ich würde gerne mal in Schleswig-Holstein. Ja, Werner, ich danke dir. Und Cleric ebenfalls. Schleswig-Holstein war momentan in Baden-Württemberg. Okay. Am besten zu dem Zeitpunkt dann heute. Danke, Monkey. Ihr könnt auch einfach nur so Schleswig-Holstein reinschreiben, weil ich das einfach gerne hören möchte. Das ist auch lieb von euch. Danke, Chat. Danke. Hallo, Silas. Hallo, Paula. Guten Abend. Schleswig-Holstein, Finnland. Ich würde auch kommen, wenn ich darf. Mal gucken, das muss ich mir noch überlegen. Bei dir darf ich ja frech sein, habe ich mir sagen lassen. Ich komme aus Osthessen. Nein, ich glaube, da machen wir irgendwas, überlegen wir uns was Schönes statt. Am liebsten natürlich irgendwie, wenn das Wetter einigermaßen schön ist. Wir müssen mal gucken, was die nächsten Monate so bringen. Oh! Du schläfst? Warte. Ich muss einfach die ganze Zeit nur schlafen. Das wäre letztens so ich, Chat. Wir machen gerade ein Shorty-chen. Das ist wirklich einfach gerade Shorty-Roleplay. Okay, es geht los. Chat, haben wir schon das Game gewechselt? Ich frag von Freunden. Ey, Chat, könnt ihr mir einmal eine 10 von 10 geben für dieses krasse Roleplay gerade? Wir schlafen, okay? Legt euch zurück, entspannt schön, macht die Augen zu. So wie ich, 10 von 10. Oder soll ich aufstehen, Chat? Soll ich aufwachen? Bruder Socke, danke schön für die 4 Monate. Dankeschön. Chat, ich wache auf, wenn ihr das wollt. Soll ich weiter schlafen? Okay, nö, ich schlafe einfach weiter, okay. Mann, Chat. Bleib liegen, okay. Darf ich auch einfach vor... Weißt du, wir könnten halt wirklich so ein Rust- und Real-Life-Shortchen machen gerade, Chat. Oder so ein Community-Schlafen. Was haltet ihr davon? Okay, wir suchen jetzt Schuh, okay? Hallo Rocket Beans, 10 von 10. Ding, ding. Ey, das kann nicht, Chat. Oh mein Gott. Also ich finde, ich habe meine Rolle auf jeden Fall schon super gut gespielt. So. Ich mach mal ganz kurz meinen zweiten. Ich hab den schon drin, fällt mir gerade auf. Geh, um zu gucken, wo wir sind. Kann man auch rausscrollen, ja. Oh mein Gott, wo sind wir denn gespawnt? Ich dachte, wir spawnen irgendwo unten. Oh mein Gott, ich fühle mich völlig verloren. Oh mein Gott, ich fühle mich völlig verloren. Schlimmer kann es ja gar nicht sein, Chat. Wir sind in der KOS-Szene gespawnt. Warum? Ich dachte, wir spawnen einfach irgendwo unten rechts. Hört ihr eigentlich irgendwas? Ich nicht. Gib mir eine Sekunde, Chat. Muss man das Game lauter stellen? Ihr hört ja fast gar nichts, oder? 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 Könnt ihr mal Bescheid sagen, wie es vom Sound her jetzt ist? Zu laut? Ist es zu laut? Kein Ton? Jetzt geht's? Ihr müsst mal kurz Feedback geben, okay? Man hört gar nichts? Nee, das ist Quatsch, oder? Könnte sehr laut werden. Okay, wir stellen es ein bisschen leiser und wir gucken dann einfach mal, ob wir das irgendwann noch mal ein bisschen... Wir machen so die Hälfte, okay? Geht eigentlich? Okay, top, perfekt, passt.
Ey, Ted, ich weiß doch überhaupt nicht, wo die anderen sind. Also rein theoretisch, glaube ich, wollten wir uns... Also hier sind quasi die Bereiche zum Wohnen. Das heißt, wir müssen hier irgendwo hin. Wir müssen halt irgendwie erstmal... Oh mein Gott, ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Kann ich jetzt einfach anfangen mit dem Stein? Hier rein theoretisch. Schon mal Holz abzubauen. Das sollten wir, glaube ich, am Anfang leider machen. Erstens, weil wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Tiere kommen, Chat, haben wir echt Probleme. Oh. Ich muss rein theoretisch auch immer nur die Echse treffen, aber das ist immer nicht so... gestaltet sich zumindest bei mir nicht ganz so leicht. Wir müssen jetzt erstmal ganz schnell eine Axt bauen, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, als dass wir jetzt die ganze Zeit mit dem Stein rumlaufen. Weil wenn irgendwie ein Tier kommt oder so, dann ist halt wirklich komplett verloren. Oh. Umso mehr ich die Echse treffe, umso mehr Holz kann ich abbauen. Seht ihr unten rechts an der Leiste? Oh, komm schon, mach... Mann. Das sieht wirklich, ich sag euch, das sieht einfacher aus, als es ist. Mann, ich hab hier schon, weißt du, die Xe sind schon meine Endgegner. Wie soll ich denn gegen irgendwelche Tiere kämpfen? Ich sollte mich einfach wieder schlafen legen, Ted. Machen wir Self-Kill? Jetzt ehrlich? Wie mache ich Self-Kill? Wie mache ich einen Self-Kill? Ich frage für einen Freund. Einfach in die Konsole eingeben. In die Konsole kill. Unknown Command. Habe ich das nicht gemacht? Hm. Habe ich irgendwas falsch gemacht, Chat? Oh no. Nice. Also, rein theoretisch haben wir jetzt 500 angesammelt und wir könnten uns auf jeden Fall nachher gleich was bauen. Konstruktion, Werkzeuge. Wir brauchen insgesamt 100, also 200 Holz. Davon haben wir genug. Nee, doch. Und wir brauchen noch 100 Steine. Steine müssen wir auch noch sammeln. Nur Kill. Hallo, ich möchte sterben. Irgendwie habe ich das Gefühl, das funktioniert nicht so ganz. So, wir müssen natürlich auch Pilze sammeln, damit wir nicht verhungern. Oh, F1 für Konsole. Fair enough. Ah. Chat, ihr seid insane. Habe ich jetzt in den Chat geschrieben, okay? Oh Mann, wie unangenehm. Ja, ich möchte einfach mal respawnen, I guess. Okay. Müssen wir jetzt wieder... Wir haben unser ganzes Holz verloren, ne? Wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Okay. Ah, das ist gut. Das ist gut. Wir müssen irgendwo hier hin, Chat. Wir müssen einfach irgendwo dahin. Wir sammeln jetzt kurz wieder Holz, um dann unsere Waffe nochmal zu bauen. Wir haben jetzt leider alles verloren, aber wir hatten jetzt noch nicht so viel, um ehrlich zu sein. Mudersocke, Dankeschön für die 4 Monate. Willkommen zurück. Mann, es fühlt sich aber auch so allein an. Dankeschön, Rocket Beans. Danke für den Tipp. Danke, danke, danke. So. Wir können jetzt erstmal ein bisschen sprinten. Wir haben jetzt noch nicht ganz so viel, was wir hier sehen können. Aber wir müssen so ein bisschen die Map im Auge behalten. Wir müssen ungefähr dahin. Das heißt, wir sollten uns irgendwie links halten. Und nebenbei auf jeden Fall schon mal ein paar Hölzer, beziehungsweise... Was ist das denn? Oh Gott, ein Wildschwein. Ich habe noch keine Waffe. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg, schnell weg. Wir laufen einfach hier hin. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht so viele Tiere, Chat. Was soll ich denn machen, wenn die kommen? Jetzt habe ich halt wieder das Problem, dass ich rein theoretisch hier wieder... Okay, wir schaffen das, Chat. Wir müssen halt... Wir suchen Steine, aber nicht so kleine Steine, sondern relativ große Steine, damit wir quasi gleich unsere Achsen so zusammenbauen können. Oder halt einen Speer und sowas. So. Schups. Okay. Oh mein Gott, ich fühle mich einfach auch so alleine, Chat. Ich möchte einfach zum Shushu und Trillux und so. Oh mein Gott. Bitte, lass mich diese Ecke treffen. Chat denkt sich auch nur so, ich bin völlig bescheuert. Mann! Chat, deswegen habe ich auch kein Aim in-game. Ja, die Tiere können mich tatsächlich töten. Wenn jetzt zum Beispiel ein Bär kommt oder so ein Wildschwein oder so, dann müssen wir ehrlich gesagt die im besten Falle töten, weil sonst werden wir nämlich getötet. Und dann haben wir wieder quasi gar nichts, soweit ich weiß. Wir müssen jetzt erstmal quasi dahin kommen, dass wir uns ein bisschen eine Hütte bauen können. Beziehungsweise, wir machen hier den auch nochmal ganz kurz.
wusste nicht, dass man hier bei diesen, wenn ich anderen Leuten zugeschaut habe, wusste ich echt nicht, dass man so viel Skill braucht, um die Hexe zu treffen. Nein, bitte nicht! Nein, 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 nein! Oh mein Gott, wir laufen einfach, Jen. Hey, Flexo, wie geht's dir? Wir wollten sowieso gar nicht diesen, wir wollten das sowieso nicht haben. Oh Gott, wir laufen einfach weiter. Wo sind wir denn jetzt gerade angekommen? Wir müssen halt noch so weit laufen. Die Frage ist halt, ich brauche Steine. Sind das solche Steine, die ich aufnehmen kann? Das ist schon mal gut. Einer war das schon mal. Ist das auch so einer? Nee. Das sind, oh mein Gott, das ist einfach ein Bär. Ich fühle mich so verloren, Chat, jetzt schon. Okay, warte mal gucken, ob wir... Oh mein Gott, was ist das? Ich habe schon wieder irgendwas gehört. Verstecken wir uns einfach hier unten. Aber eigentlich rein theoretisch müssen wir da weiterkommen. Ja, wir nehmen jetzt einfach nochmal ganz kurz den Baum mit. Oh Gott, hier sieht man das ja fast gar nicht. Wir hätten auch gar nicht einen besseren Baum auswählen können, glaube ich, Chat. Perfekt. Wir brauchen halt auf jeden Fall noch einiges an Holz. Also Holz ist auf jeden Fall was, was wir zukünftig oft anbauen müssen. An Straßen zum Beispiel müssten wir im besten Fall halt so Container aufsammeln, wo wir so Stuff rausbekommen, wie Kleidungssachen oder im besten Falle vielleicht auch irgendwie mal so Waffen oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob wir Waffen finden können oder ob wir Waffen tatsächlich nur craften können. Wir müssen jetzt zum Beispiel gleich auch eine Axt selber craften. Also wir spawnen halt wie jetzt gerade halt nur, wenn wir sterben sollten, immer nur mit Stein und mit Fackel. Ich glaube tatsächlich, es macht Sinn, jetzt halt eine Axt zu machen. Und dann sollten wir, glaube ich, zu unserem Punkt kommen, damit wir zumindest einen Schlafsack setzen können. Damit wir, wenn wir sterben, halt immer wieder da spawnen. Okay, warte mal. Wir gucken nochmal ganz kurz. Wo sind wir? Hier unten? Sind wir gerade die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen, Chat? Okay, warte mal. Ich glaube, wir sind falsch gelaufen. Von... Oh! Okay, warte mal. Wir brauchen halt immer noch Steine. Okay, wir sollten auf jeden Fall nach Steinen gucken, Chat. Ey, ich muss mich erstmal... Okay, ach, wir sind einfach in die falsche Richtung gelaufen. Perfekt. Schwimmflügel eingepackt. Ey, ich kann gut schwimmen, Chat. Ob ihr glaubt oder nicht. Oh Mann. Können wir das mitnehmen? Ich weiß halt gar nicht, welche Steine man ehrlich gesagt einsammeln kann. Die Musik ist aber ganz schön laut. So. Oh mein Gott, ich möchte halt auch einfach aus diesen Zonen raus. Wie sehen die Steine aus? Es sind auf jeden Fall nicht so kleine Steine. Es sind so ein bisschen größere Steine, die man halt sammeln muss. Kann ich einfach durch das Wasser? Oder, also schwimme ich? Nette Chat, ich weiß es nicht. Kann ich schwimmen? Schwimme ich gerade? Ja, ich schwimme. Ich habe so Schiss davor, dass ich einfach direkt sterbe. Oh! Ich bin gut im... Vielleicht sind hier ja noch irgendwelche Fische, die wir noch... Wie viel Spaß kann man eigentlich haben? Wir verstecken uns einfach im Wasser, Chat. Dann wenn, weißt du, wenn wir niemanden sehen können, kann es auch niemand sehen. Aber schwimmen wir dann zumindest richtig. Ja, we doing good, Chat. Oh mein Gott. Zu kalt? Wie zu kalt? Was soll ich machen? Ich muss da rüber. Ich würde gerne aus dem Wasser wieder rauskommen. Wie soll ich denn da rüberkommen? Kann ich bitte jetzt nicht wieder auf der Seite spawnen? Bitte. Wo sind wir denn? Ach, da. Oh, Five-Head-Chat! Jetzt haben wir zwar wieder nichts mehr, aber wir sind auf der richtigen Seite. Das Spiel denkt sich halt, ey, du bist einfach so bescheuert. Wir bringen dich einfach dahin, wo du hin musst.
also, das war natürlich einfach nur Pfeifwert, weil ich hab mir halt jetzt einfach den Weg gespart, Chat. Also ich weiß ja nicht, was ihr denkt. Pfeifwert nennt man das. So. Und zum 100. Mal müssen wir jetzt leider nochmal den Baum fällen. Ich werde euch, sobald wir diesen Stein sehen, Chat, werde ich euch sagen, dass wir so, also dass wir nach sowas suchen, okay, wenn ich das finde. Aber ich habe bisher jetzt gerade noch keinen wieder gesehen, wie schön der Sonnenuntergang einfach ist. Wir können uns auch einfach wieder schlafen legen, Chat. Gab es eigentlich schon mal jemanden, der schneller gestorben ist als ich gerade? War einfach wirklich alles gewollt. Ihr denkt das nicht, ne? Einfach richtiger Pfeifett. Den Tipp hat mir nämlich Flüchen gegeben. Wenn ich schwimmen müsste, einfach kurz sterben lassen, damit ich nämlich dann dahin komme, wo man hin muss. Einfach Pfeifett. Hey Wings, guten Abend. Grüß dich. Okay. Da war sogar eben Stein. Oh mein Gott! Es wird bald Nacht! Dann sehe ich nichts mehr! Ah ne, wir haben eine Fackel. Kann ich die anmachen? Danke. Oh mein Gott, jetzt wird's richtig scary. Oh mein Gott, jetzt wird's scary. Wo sind denn solche Steine? Oh, Campfreeze. Ey, Chat ist nicht so schlimm. Wartet kurz. Welche Cam bist du denn? Wir lassen das einfach so, oder? Sieht doch süß aus. Meine Cam will auch schon nicht mehr. Hallo, da bin ich wieder. Okay. Oh. Oh Gott. Also, oh, die Pilze müssen wir sammeln, damit wir was zum Essen haben. Das habe ich mir schon mal sagen lassen. Ich weiß gar nicht, ob man mit diesen... Ist das ein Stein, den wir brauchen? Metallerz und Stein. Okay, das ist gut. Jetzt müssen wir ins Crafting-Menü. Werkzeuge. Steinbeil. Oh mein Gott, warte mal. Wir brauchen noch 50. Okay. Okay, 50 Steine. Also ihr habt jetzt gerade gesehen, wie die aussehen. Das sind so größere Steine. Wir brauchen 100 Steine insgesamt. Ich weiß nicht, ob man prinzipiell hier am Ende... Oh mein Gott, als ob... Wie lange hat man eigentlich Nacht bei Rust? Ich habe ein bisschen Angst im dunklen Chat. Aber rein theoretisch, wenn ich hier mit einer Fackel rumrenne, dann sollten ja wahrscheinlich die Bären auch nicht kommen, oder? Einfach schon wieder pfeifert. Die Steinsuche weiter. Guck mal, wir gucken einfach mal von hier oben, ob wir irgendwas sehen können. Ja, wir können viel sehen. Oh mein Gott. Ich hoffe einfach so sehr, dass wir irgendwann unsere Mates finden, Chat. Meint ihr, alle laufen gerade so richtig verloren rum? Wollen wir einmal ganz kurz... Oh Gott, gleich fliege ich hier runter, bin wieder tot. Ich versuch's lieber nicht. Ich habe einfach nicht so viele Leben. Ich sollte damit aufhören. Oh, so, das ist, glaube ich, besser. Wir könnten einfach mal unsere Mushrooms essen. Oh, das ist auch ein Stein. Nee, plündern. Oh. Ja, die brauchen wir. Die kann er sich irgendwann wiederholen. Ich glaube, hier ist irgendjemand gestorben. Ja, aber ich bin mir nicht so sicher. Der hat leider auch schon den Geist aufgegeben. Aber woran ist er gestorben? Also, wer stirbt denn einfach so auf dem Land? Guck mal, wie cool dieses Haus da hinten. Ich sehe einfach gar nichts. Wann wird endlich wieder Tag? Kann man das irgendwo sehen? Ich weiß gar nicht, wo wir hinlaufen. Wir sind ja noch ganz am Ende. Ganz am Anfang angekommen. Noch angekommen. hey, Shorty in Chat. Wer oder was ist deine Rolle? Charakter in Rust? Mhm. Ich wünschte, das könnte ich dir selber behaupten. Ich könnte dir das sagen. Hallo, Mephisto. Guten Tag. Ich bin auf jeden Fall nicht komplett ohne Shushu, Chat. Könnte es die falsche Richtung sein? Nee. Wir müssen jetzt einfach hier am Wasser entlang. Das ist quasi unser Weg. Ich stecke fest. Wir könnten aber vielleicht ein bisschen weiter innen laufen oder so. Für falsche Shorty. Das sollte immer funktionieren. Ich weiß nicht, ob das macht es Legit gerade Sinn, so viel Holz wie es geht schon zu sammeln. Aber was ist, wenn wir wieder sterben? Dann ist das halt alles wieder für umsonst, ne? Oh! Oh mein Gott, das ist ja Legit Pfeifett. Nice. Oh mein Gott, nein, nein! Stopp, stopp, stopp! Ich schlag dich! Oh mein Gott, bitte nicht! Bitte nicht! Ja! Getötet von Wolf. 5 Minuten, 8 Sekunden. Ah. Wenn
müssen die ganze Zeit so weitergehen. Wir kommen niemals da an. Ich schlafe. Wo bin ich denn jetzt? Ich weine gleich. Jen, wir sind einfach wieder hier unten. Kann ich bitte irgendjemanden finden? Aber wie komme ich da denn jetzt rüber? Here we go again, Chat. Also ich weiß ja nicht, könnt ihr mal bitte, also ich wünschte wirklich, ich würde wissen, wie sich Shushu gerade anstellt. Ich möchte doch nur zu meiner Schuh. Okay, wir bauen jetzt ein Schwert, Chat. Aus dem Gebüsch. Warte, sind wir richtig? Rein theoretisch müssen wir... Oh, gut. Warte, laufe ich schon wieder in die falsche Richtung? Jetzt ist richtig. Ich war schon wieder auf dem falschen Weg. Oh, man. Ja, das R in Shorty steht auf jeden Fall für Rust-Chat. Habt ihr gemerkt? Also zumindest steht das auf jeden Fall an hinterster Stelle. Kann mir jemand kurz mal bei Rust erklären, was wir tun müssen? Eigentlich überleben und zu unseren Mates kommen. Das ist jetzt erstmal so das Erste, was wir machen müssen. So, wir... Wie soll ich denn im Dunkeln jetzt die ganze Zeit die Sachen zusammensammeln? Das ist doch ein Witz! Das ist doch nicht so gewollt, oder? Wie soll ich denn diesen Baum auseinandernehmen, wenn ich nichts sehe? Ey, wisst ihr, ich lag jetzt einfach drauf zu. Wir sammeln dann zwar weniger, aber ich finde die ja nicht. Warte, vielleicht haben wir ja Glück. Ey, das ist einfach so unwitzig. Okay, alles gut, Ted. Okay. Ich möchte einfach nur das Holz haben. Oh, wir sind nah am Stern. Sind wir nah dran? Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, wir brauchen einfach nur Ewigkeiten. Wie oft sind wir schon gestorben, Ted? Zweimal. Ey, das ist... Wie mache... Bin ich einfach so spät auf dem Server gejoint oder weswegen habe ich jetzt gerade so arge Probleme? Müsste ich nicht irgendwann auf jemanden treffen können oder so? Ach, guck mal, hier ist das X. Ja, komplett dran vorbei. Ah, perfekt. Nice. Okay, wir... Warte. Okay, let's try the next one. Wir müssen halt echt aufpassen, dass nicht wieder ein Tier ankommt, Chat, und sie jetzt gleich tötet. Es ist halt super schwierig. Ich weiß nicht so genau, wie ich das mit dem Dings machen soll, wenn ich das einfach nicht sehe, wo das X ist. Auf einen schönen Rustplatz von Gelana. Dankeschön, 8 Monate. Thank you so much. Dankeschön. Ja, wir bekommen jetzt auf einmal viel mehr Holz als beim letzten Mal. Zufall? Ich denke nicht. Dankeschön auch an Pustekuchen. Vielen lieben Dank. Er giftet ein Subtier zu Rust. Das ist natürlich auch pfeifert, sich einfach Rust zu nennen. Da kriegt man bestimmt immer mal wieder ein paar reingedrückt. Wieso ist es so dunkel? Weil es Nacht ist. Sieht man doch. Vielleicht, ich weiß nicht so genau, ob die anderen einfach alle schon zusammengefunden haben. Ey, die sind bestimmt schon alle fleißig am Haus bauen. Oder machen die eigentlich überhaupt irgendwas in der Uhrzeit? Okay, kann... Jen, bitte helf mir. Ich sehe das X nicht. Wann fällt er denn endlich um? Das kann doch nicht normal sein, oder? Oh, ich hab's getroffen! Oh, ich hab's nicht getroffen. Wie lange dauert das? Sind schon alle... Sind und alle zusammen. Ich glaube, ich werde nicht mehr vermisst, Chat. Oh, warte. Hey, wie lange dauert das? Das ist doch nicht normal. ja, wir könnten eine Death Counter machen. Okay, wie... Warte. Wir machen kurz einmal wieder die Fackel an. Okay. Wir haben 718 Holz und wir brauchen insgesamt für einen Speer... Wo ist denn der Speer? Waffen. Speer. Herstellen.
Okay, jetzt müssen wir noch 27 Sekunden warten, bis wir unseren Speer bekommen. Und hoffen einfach darauf, dass jetzt kein böses Tier kommt oder so, was uns tötet. Wir laufen gerade wieder in die falsche Richtung. Da müssen wir hin. Oh mein Gott, die Sonne geht wieder auf. Oh, das fühlt sich einfach so gut an. Jetzt, wo ich gerade mit dem Holz... Danke, fertig. Ja, ja, genau. Danke dafür. Jetzt, wo ich gerade das Holz schon fertig gehackt habe. Wir können gerne einen Death Counter machen, ja. We can do. Ich vermisse so die anderen Chat. Kann man hier durch? Chat übrigens, kleiner Reminder, ich bin ein absoluter Anfänger bei Rust, ja? Aber jetzt ist halt wirklich die Frage. Ich kann da nicht außen rum gehen. Ich muss durch das Wasser, oder wie? Ich hoffe einfach immer noch so sehr darauf, dass ich irgendjemanden finde, der mir einfach erklärt, was ich machen muss. Also, schwimmen ging obviously nicht. Wie komme ich denn darüber? Rein theoretisch müssen wir doch irgendwelche Leute treffen. Muss man... Kann man ein Schiff craften oder sowas? Okay, Werkzeuge, Items... Warte, wir gehen mal die Sachen durch, was wir hier so generell haben. Konstruktion, Items, Ressourcen, Kleidung, Werkzeuge, Waffen haben wir jetzt schon. Zumindest ein Speer. Hey, aber wir trinken wieder, wenn wir da durch das Wasser gehen, Chat. Oder bin ich einfach nur zu viel getaucht? Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Ich werde einfach nicht tauchen und hoffen einfach, dass mein Charakter damit irgendwie klarkommt. Ich werde nicht tauchen. Kein bisschen. Kein bisschen. Ich bin untergegangen! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich werde richtig panisch. Sorry, Chat. Zu nass? Sauerstoff? Also, mein Charakter ist auf jeden Fall ein bisschen zu kalt. Ich möchte nicht schon wieder sterben, bitte. Vielleicht können wir uns... Irgendwas hören wir hier doch. Da ist jemand! Ich habe jemanden gefunden! Warte, wir gehen hier mal ganz kurz raus. Hä, wo ist der Typ hin? Da vorne. Hallo? Ah, sie ist mit am Start. Oh! Uff! Okay, wir schwimmen jetzt einfach, wir machen das einfach safe, Chat. Wir schwimmen jetzt einfach zu diesem riesengroßen Berg, Stein da im Wasser. Und hoffen einfach, dass wir das schaffen. Gerade ist uns gar nicht so kalt. Hallo? Hallo, hört man mich? Hallo? Ich weiß nicht, ob ich reden kann. Ich kann es gerade nicht testen, glaube ich. Hallo? Hasi? Hallo? Okay. Auf jeden Fall kann sie uns, glaube ich, noch nicht hören. Ja, ich habe die Maus 5 gedrückt. Weiß nicht, ob man das bei Rust noch anders einstellen muss. Hallo? Ja, hörst du mich? Ja, ich kann dich hören, du nämlich auch. Ja, Vorsicht, da links ist ein Wolf. Oh ja, lass uns lieber weiter nach rechts gehen. Ich bin so alleine, Chat. V geht, V ist das zum Sprechen, ja. Sind da vorne unten? Nee, das sind irgendwelche Büsche. Endlich angekommen. Sie sieht einfach ihr Badeanzug-Bikini. Badeanzug. Okay, wir laufen einfach mal hinterher. Warte mal, wo müssen wir denn am besten hin? Wir müssen hier hin, Chat. Wir haben es schon markiert. Oh mein Gott, habe ich nur einen Speer? Was ist, wenn ich den vorbeiwerfe? Ich laufe hier einfach mal hinterher. Hast du schon eine Waffe, Hasi? Hasi ist viel zu schnell. Oh Gott. Okay, aber wir laufen einfach durch die Mitte und wir passen dieses Mal darauf auf, dass wir nicht wieder jemanden auf ein Tier treffen oder so.
Ist das Wasser gestiegen? Gut, dass wir gerade schon durch sind, I guess. Als Pike nutzen. Hierfür. Höre ich nur 5 Metern. Oh, jemine. Vorne ist ein Wildschwein, glaube ich. Die laufen hier vorne lang. Ich glaube nicht, dass ich mich da jetzt gerade, um ehrlich zu sein, schon drum kümmern möchte, gegen irgendwelche Tiere zu fighten. Wir müssen einfach unserem Zeichen nach. Oben in der Mitte seht ihr tatsächlich diesen kleinen Marker. Da müssen wir hin. Ganz ruhig schaut, es gibt noch andere Auswege. Wobei Mensch, fahrt sie das denn? Wo ist mein Team? Wie haben die das schon herausgefunden, dass ich einfach schon so oft gestorben bin? Hey Danny, was geht? Vielleicht, weil ich vorhin Kill in die Konsole geschrieben habe. Okay, let's see. Wir müssen halt noch super weit laufen, Chat. Macht es schon Sinn, irgendwas weiteres zu craften oder sowas? Können wir schon irgendwas craften? Items? Nee. Werkzeuge. Wir bräuchten auf jeden Fall wieder Steine. Wir sollten, wenn wir auf einen Stein treffen, die Steine einsammeln. Falls sie nochmal einen finden sollten. Ich habe das Gefühl... Oh, warte, da ist ein Stein. Vielleicht ist es ein Stein. Nee, Schwefelerz. Das brauchen wir jetzt leider gerade noch nicht. Wir müssen auch ein bisschen Ausschau halten nach Pilzen zum Beispiel, die wir essen können. Also wir haben 50 Health, 65 Wasser. Wir könnten auch vielleicht nochmal ins Wasser gehen. Können wir das Wasser einfach trinken? Irgendwas höre ich doch. Oder war ich das selber? Die Pilze sind super. Die Pilze können wir essen. Die Pilze können wir essen. Das ist gut. Okay. Dadurch kriegen wir nämlich alles so ein bisschen wieder, was wir brauchen. Das heißt, die Pilze sollten wir auf jeden Fall einsammeln. Pustekuchen, Dankeschön für die Subgift. Vielen, vielen lieben Dank. Na, jetzt zu zweit. Ey, ich habe meinen Mate schon wieder verloren, quasi. Kann man das auch essen? Rote Beeren. Okay, das ist gut. Das ist gut. Oh mein Gott, wir sind an der Zivilisation angekommen, Chat. Vielleicht können wir einfach mal... Vielleicht können wir hier vorne einfach mal rein und finden irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob man die Sachen, actually, wenn man irgendwas findet, einfach nehmen darf. Okay, wir müssen irgendwo zur Tankstelle, I guess. Wurden hier nicht aktiviert, woanders schon? Guck mal, da hinten hat schon jemand ein Pferd. Kriegt man denn ein Pferd? Ich würde auch gerne ein Pferd haben. Ich möchte auch ein Pferd haben. Bei den anderen schon. Ich weiß nicht so genau, warum es jetzt hier nicht funktioniert, Chris. Weil eigentlich habe ich mich angemeldet. Ich kann gleich gerne nochmal gucken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tier. Gefährlich. Vielleicht treffen wir uns ja alle mit den Leuten in der Tankstelle oder sowas. Also ich möchte auf jeden Fall auch gerne zur Tankstelle. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Vielleicht können wir jemanden anrufen. 015413. 368. Falsche Nummer. Muss ich jetzt... 147. Gasstation, warte mal, stopp. Wir gehen nochmal raus. Ich weiß, wo wir anrufen. 5082 1967. Falsche Nummer. Auch nicht geklappt. Öffnen. Oh, wir haben hier ein bisschen ein paar Snacks, die wir uns nehmen können, Chat. Das ist gut. Wir brauchen mehr zu essen und zu trinken. Vielleicht finden wir hier noch mehr Sachen, die wir mitnehmen können. Ist schon ganz schön raus, alles geplündert, was man essen kann. Ich habe aber so Hunger, Chat.
Mir knurrt der Magen. Wie findet man Legend seine Mates bei diesem Spiel? Wer ist das? Ja, moin du. Hallo, ich suche Freunde. Ich fühle mich so verloren. Oh, du, so eine große Insel. Das kann ich verstehen. Bist du gerade mit jemandem unterwegs? Der da vorne, der lootet hier. Ja, dem da. Und der da. Aber jeder klingt ein bisschen männlich. Weiß auch nicht. Aber ist auch nicht sehr gesprächig. Also das hier übrigens waren wir nicht, ne? Also nur so am Rande erwähnst du. Ich hoffe doch, sonst würde ich jetzt lieber ganz schnell meine Hände in die, meine Füße in die Hände nehmen und laufen. Aber ihr habt ihn geplündert, oder? So. Weiß auch nicht. Nee. Hier, wir kamen hier hin und da waren so drei mit Speer. Packst du dein Messer mal weg, das sieht ein bisschen aus. Ich gehe mal weiter gucken. Viel Spaß euch noch. Also, ich bin mir unsicher. Ich bin mir auch unsicher. Öffnen. Oh, Scrap. Das ist immer gut, Chat. Das ist eine super gute Währung hier überall. Aber wo müssen wir hin? Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob man den Chat schreiben darf, wo man ist. Oh, cool, du hast ja sogar Pferde. Oh, hallo. Oh, Lennart! Ja, moin. Oh mein Gott, ich habe euch überall gesucht. Ja, ich habe gerade Lena verloren. Ich bin happy, dass ich zumindest einen von euch gefunden habe, nachdem ich schon dreimal gestorben bin. Wir haben ein paar Probleme gehabt, zwischenzeitlich. Was ist denn bei euch so passiert? Also ich glaube, Lena ist das eine oder andere Mal an Tieren gestorben. und ich habe vielleicht auch eins, weil ich wurde beschissen, ich wurde beklaut, ich wurde angeschrien. Also es war ganz wild, der Anfang gerade. Okay. Ich baue uns mal kurz eine kleine Hütte, wo man mit starten kann, dass wir wenigstens ein Dach über dem Kopf haben. Und, das ist eine gute Sache. Pferde wollte ich in Sicherheit bringen schon mal, weil die sind Gold wert. Wo hast du denn die Pferde her? Die können überall rumstehen. Muss man aber Glück haben. Oder hast du die irgendwo geklaut? Nee, die habe ich wirklich gefunden. Oh, da kommt noch jemand. Die habe ich wirklich geklaut. Crunch oder Blader? Da kommt jemand angelaufen, gerade nackt. Hallo? Moin. Hi. Hallo? Kann man dir helfen? Badge ist hier. Ich habe einen Rucksack auf der Straße gefunden. Aber den hast du gar nicht mit, oder? Oh, der muss uns gehören. Nee, den konnte ich nicht einsammeln, weil der am Boden festgemacht war. Wo genau war das? Den hat da jemand fallen lassen. Das habe ich nicht gesehen. Gott, ich habe nur noch den Rucksack dort liegen sehen. Da war unter anderem eine Sprungfeder drin, Sulfur. Und du wolltest die Sachen gerne nehmen? Nee. Ich wollte einfach nur Finderlohn abgreifen, bin ich ehrlich. Ich weiß gar nicht, ob das unser war, um ehrlich zu sein. Ich habe meine Leute gerade erst wiedergefunden. Oh, da unten läuft jemand. Gehört derjenige zu euch? Ich weiß nicht, wer das ist. Ich guck mal. Vielleicht sucht er seinen Rucksack. Moin du. Hallo. Moin ihr. Ah, du bist es wieder. Was machst du da? Ich habe einen Freund gefunden. Ah, ja. Weiß ich nicht. Ich muss meine Aggression irgendwie an diesen Tonnen auslassen. Darf ich mitmachen? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh mein Gott, das ist ein Witwe. Warum soll er sich kümmern? Ja, du musst auf die Kiste springen. Such mal hier am Rand. Ich bin leider nicht so sportlich. Oh, ich sehe das schon, du. Zu kurze Beine. Aber auch du kannst das werden. Du musst nur genug trainieren. Und genug Bohnen essen.
Ich habe nur Bären mit dabei. Hast du auch ein paar Bohnen für mich? Ja, ich glaube schon, du. Ich bin mir nicht sicher, ob die Dose leer ist. Mal gucken. Mal dein Glück. Oh. Ich weiß nicht, wie ich das Ding öffne gerade. Die war leider leer. Okay. Aber das Fleisch schmeckt super. Yummy. Tob dich mal so richtig aus an der Metallding hier, Dings da. Ich bin halt völlig überfordert. Komm, wir schlagen zusammen drauf. Ja, genau so, nochmal richtig drauf. Bam. Okay. Das macht Spaß. Ich möchte mehr zerstören. Möchtest du das nehmen? Das ist ja deins. Das ist eine gute Grundeinstellung, du. Nimm dir. Dankeschön. Was ist deine Aufgabe? Wo möchtest du hin? Die wir zerstören können. Irgendwo auf der Straße werden welche liegen. Gute Frage. Ja, das war der Plan. Einfach mal der Straße folgen. Bin ich gerade. Ich markiere das mal. Wir gehen mal mit. Hier sind aber viele Sachen drin. Hört ihr beiden zusammen? Fallen lassen. Ja, da gehört zu mir. Kann man die Sachen nicht einfach schnappen? Name drauf. Das gehört dem Tim. Ich glaube, der Tim möchte das wieder haben. Oh, Tim Horus! Gott, Tim, wo bist du? Tim! Tim! Mein Jens, hast du den Tim gesehen? Nö. Ich gehe mal wieder zu Lennart zurück. Oh, dann lassen wir den Tim mal sein Zeug finden, ne? Gehen wir mal weiter. Ich war Tim bestohlen. Ich wusste das nicht. Darf man sowas nicht? Lässt man die Sachen immer drinne oder plündert man die? Hallo Witz. Oh, wie komm ich hier überhaupt noch rein? Und wo ist denn Trill jetzt schon wieder hin? Entweder die Tür zu machen, sonst verschwinden unsere Pferde auch noch. Okay, jetzt sind wir wieder alleine. Ich bin immer allein. Ich könnte einfach schon mal versuchen, ein bisschen Holz anzubauen, bis wir unsere Mates wiederfinden, Chat. Ich hoffe, die kommen irgendwann mal wieder. Der Moos war platt. Er irritated. Dankeschön für die 7 Monate. Vielen lieben Dank. Ich weiß nicht so genau, wie man das einstellt, aber ich kann Felix auf jeden Fall fragen, wenn ich ihn wiedersehe. Hey, Shorty. Ich habe uns eine Tür gebaut. Wir müssen uns jetzt einen Code ausdenken, dass nur wir da rein dürfen. Oh, das ist gut. Gucken, wie ging das denn nochmal? Er ist einfach ein richtiger Profi. Was für einen Code nehmen wir am besten? Okay. Ich habe einen reingetippt und du musst gucken, ob du reinkommst. Und wenn du es nicht innerhalb der ersten 3 Male errätst, dann ist gut. Du musst eh drauf gedrückt haben. Okay. Tür öffnen. Mal gucken, ob du dich da reingehackt bekommst. Da kann man eigentlich nicht drauf kommen. Kann man nicht drauf kommen. 0, 1, 2, 3, 4. Und ich habe dich auch mal in unser Team eingeladen. Wie nehme ich das an? Eins, zwei, drei, vier. Geht mal auf Tab. Und dann müsste da links, glaube ich, unten Team Invite stehen. Perfekt. Was bedeutet das, wenn wir in einem Team sind? Dann siehst du, wo die anderen auf der Karte sind. Wenn du jetzt auf die Karte gehst, dann kannst du gucken, wo Shushu gerade zum Beispiel ist. Ja, das ist cool. Aber ich habe tatsächlich 3-mal den falschen Code eingegeben. Okay. Ah, da ist Lena. Lena ist auf dem Weg zu uns. Genau, und dann gehen wir hier dran. An
An den Schrank? Ich glaube, du musst nur einmal an den Schrank dran, dann kannst du hier aufbauen. Bin ich jetzt autorisiert? Ich habe auf jeden Fall Baurecht jetzt. Wir müssen wahrscheinlich am Anfang relativ viel Holz sammeln, oder? Ja, genau. Guck mal, wenn du jetzt hier dran gehst, der Code ist, ich hoffe, es hört gerade keiner, weil unsere Pferde haben gekackt. Pferdekacke, die kann man sammeln, die ist ganz viel wert. Der Code ist 1337 für beides. Ah, das kann ich mir gut merken. Hätte ich drauf kommen können, I guess. Hätte ich wirklich drauf kommen können. Wenn du hier an das Tool kaputt gehst, dann siehst du, wie lange unser Gebäude noch steht. Da steht, also ich habe da gerade Holz reingeworfen. Das steht jetzt noch für 2 Tage und 3 Stunden. Wenn das Holz irgendwann komplett aufgebraucht ist, dann fällt das Haus zusammen. Also wir müssen immer gucken, dass da genug drin ist. Dann würde ich jetzt erstmal noch ein bisschen Holz sammeln gehen. Okay. Öffnen. Oh, warte mal, ich kann dir da was für geben. Das macht das alles ein bisschen einfacher. Moment. Mhm, Erhaltungsdauer 51 Stunden, aber ich komme gar nicht auf dieses Ding rein. Wenn ich eine Steinaxt geben, dann kannst du viel, viel mehr und viel schneller Holz abbauen. Okay. Warte, ich schmeiße dir hin. Da. Okay, dann mache ich mich kurz nochmal auf den Weg. So. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um das Holz, damit wir unsere Hütte erstmal bauen können. Oh, das. Oh! Ich bin auf einmal ein Profi-Jet. Oh. Vielleicht auch nicht. Wo ist denn jetzt das X hin? Alter, wo ist Lena? Lena ist immer noch unterwegs. Teamleiter, du bist hier. Können wir uns das hier irgendwie markieren? Oh, schneller, okay, okay. Daumen drücken, klatschen. Eventuell Rust-Musik ausmachen. Option. Audio. Menü Musik. Hast du was gegen Musik? Jetzt hätten wir uns eben die ganze Zeit super alleine gefühlt. Ah, das ist sehr gut. Wir können jetzt gerade richtig schnell zum Holz sammeln, Chat. Das können wir, das können wir. Wir sind im Turbo-Arbeiten hier. Trilux? Aber was macht Lena, ist die Frage. So, wir sammeln jetzt erstmal ein bisschen Holz. Dadurch kriegen wir gerade richtig viel Holz zurück. So, wir haben halt tatsächlich so eine Begrenzung, wie groß halt unser Häuschen sein darf. Da hat sich bestimmt Trilux auf jeden Fall dran gehalten. Ich glaube, 3x4 oder so hätten wir machen dürfen. Ich habe immer Angst davor, dass irgendwie ein Tier kommt. Dann hört man eventuell leise sprechende Leute nicht. Und im Roleplay, woher kommt die Musik? Ja, true. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe die Musik jetzt auf jeden Fall ausgemacht. Heiko, danke schön für den Resub. Danke schön, beziehungsweise für den neuen Sub. Ich danke dir vielmals. Herzlich willkommen in Coordination. So. Ich tue mich ehrlich gesagt noch ein bisschen schwer, dieses Roleplay. Also ich habe es halt noch nie vorher gemacht. I don't know. Es fällt mir tatsächlich noch ein bisschen schwer, muss ich gestehen. Ich glaube, ich muss da erstmal ein bisschen warm werden. Das kann man vielleicht ein bisschen nachvollziehen. So. Skystalker, danke schön für den Follow. So, man sieht tatsächlich rechts immer, wie viel Holz wir sammeln pro Schlag. Wir können gleich mal ganz kurz gucken, wie viel Holz wir insgesamt schon gesammelt haben. Wir sind jetzt bei 3700. Also es geht relativ fix tatsächlich, dass wir hier Holz sammeln mit der Hacke. Hallo, hallo, der Wirt hier. Gute Frage, wo kriege ich hier Faser? Was hättest du gerne? Ich habe keine Ahnung, ich habe selber noch nichts an. Ich höre den gar nicht. Achso, weißt du aber, welche Pflanze vielleicht mir Faser geben könnte, die hier wachsen? Ich kann dir das leider gar nicht sagen. Ich bin auch gerade erst hier neu angekommen. Oh, verstehe. Aber hinter ihnen ist jemand, dann können sie bestimmt fragen. Ja? Okay, dann frage ich mal diesen Flash, der da gerade so schnell. Dann passen Sie auf sich auf. Passen Sie auch auf sich auf, Dankeschön. Überfordert des Todes. Armin. Weißt du, wo Hallo? Lena ist? Weißt du, wo Lena ist? Du bist die Erste, die ich jetzt treffe. Aber unser Haus ist da vorne.
Ich bin gerade angekommen. Komm, ich zeig's dir. Komm mit. Ich sammle gerade schon ein bisschen Holz für unsere Hütte. Ganz wichtig, du musst jetzt erstmal das Holz knacken, sonst darfst du hier nicht rein. Okay, warte. Du hast 3 Versuche, ansonsten ist es leider für immer gesperrt. Also solltest du dich anstrengen. Armin ist Destroyblader. Mach dir bloß keinen Druck, aber sonst fliegst du aus dem Team. First try. Oh, was? War noch nie einfacher. Als ob. Also, hier. Oh, die haben schon wieder geschissen, die beiden. Du kannst auf jeden Fall dir schon mal deine Rechte holen, deine Baurechte. Yep. Danke. Aber du hast auf jeden Fall bestanden, du wurdest auf jeden Fall erfolgreich im Team angenommen, Armin. Dankeschön. Jetzt müssen wir nur noch Lena und so finden. Können wir die vielleicht füttern? Wie bitte? Ist sie noch nicht angekommen? Ich glaube, Trilux hat gesagt, die ist irgendwie verloren gegangen. Die ist irgendwo hingelaufen. Wir müssen uns auf jeden Fall so einen Plan holen. Wir haben uns jetzt gerade einen Plan. Einen Bauplan kriegen wir in 11 Sekunden. Dann können wir auch anfangen, irgendwas zu bauen. Er muss auch irgendwie. Armin? Rein theoretisch müssen wir dich irgendwie ins Team einladen. Weißt du, wie das funktioniert? Oh, Armin! Okay. Hallo, sind Sie's? Hallo? Ja. Natürlich. Armin hat eben gerade. Armin ist gerade schon in unser Haus eingebrochen. Schlafsack umbenennen. Wie das? Durchs Fenster raus? Nee, er hat den Code gelöst. Ein Bär. Oh. Ein Wolf. Oh. Das Meer. Wo wartest du so lange? Hat ein bisschen länger gedauert. Ich bin nicht so schnell wie du. Du wirst einen Teil deiner Gesundheit regenerieren. Ich habe hier schon die dritte Hütte gebaut langsam. Ja, und ich habe das. Ich habe übrigens noch einen Schlafsack für einen von euch. Dankeschön. Wir können den eh, glaube ich, teilen. Kann man? Also ich habe meinen mal hier rechts um die Ecke platziert. Ich mache meinen hier in die Ecke. Ich glaube, man kann nicht teilen. Ich glaube, jeder braucht einen eigenen. Das ist okay. Ich habe jetzt einen. Okay, warte mal. Wie mache ich das jetzt? Hast du das Passwort dir ausgedacht? Nee, Shorty war das. Aber Armin hat es einfach direkt erraten. Wie kriege ich das mit dem Schlafsack jetzt hin, Trilux? Du nimmst ihn in die Hand und packst den am besten neben mein Bett irgendwie. Man kann ihn nicht mehr so gut wegnehmen. Also wir sollten gucken, dass wir das immer super eng alles. Also hier im Eingangsbereich. Okay, okay. Kannst du ihn irgendwo hinpacken. Warte mal, wir packen kriegst jetzt so blau und rot Sterne. Angezeigt, wo du den setzen kannst und wo nicht. Ja, genau. Okay, und dann nenne ich musst den du da einmal Shorty. Reingehen und dem Namen geben. Zum Beispiel, weiß nicht, Shorty Main Base oder sowas. Und dann weißt du, wo du respawnen kannst. Ah, okay. Mhm. Ja, Dashi, danke schön für die 13 Monate. Hallöchen, Chat. Danke schön für den Fall. Let's go. Danke schön für die Shorty. Danke schön. Ich habe noch ein paar Minuten. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ihr müsst auch mal gucken, ob ihr die Voice Range eingestellt habt. Weil Lena hat man nur auf 5 Meter Entfernung gehört. Wie stellt man die ein? Ich schick's mal in unsere Gruppe rein. Mhm. So. Ich gehe dann erstmal wieder ein bisschen Holz hacken, Chat, weil ich. Warte. Wir müssen uns erstmal ein bisschen organisieren. Bind F9. Wahrscheinlich in die Konsole, ne? Mach ich nochmal Konsole auf. Bind. F9. Voice Range. Hallo? Privet. Hallo? Ah, jetzt geht's. Auf wie viel stellt man das ein? Ja. Oh, wir sind hier zu viert. 100 Meter? Wir können leider 20 nicht verkaufen. Meter? Wir sind zu viert. Hallo, wir sind zu viert und haben auch nur 2. Es wurden schon 2 geklaut. Wir hatten mal 4. Oh, okay. Ja gut, dann will ich nicht weiterhin belästigen. Angenehmen Tag. Das ist für Daniel. Das ist für Daniel.
20, ich hab 20. Oh, hast du so gut Russisch gelernt. Dankeschön, Tyrannolium. Danke für die 9 Monate. Danke. Ja, ich spiele hier und da ja auch mal andere Spiele. Also, wir lernen schon mal ein bisschen was auf. Ich weiß, will nicht vorwärts gehen, auch nicht. Ah! Kann ich die Tür öffnen? Ich glaube, ich habe kleine Probleme. Das Pferd möchte nicht, wie ich es möchte. Was passiert? Oh, oh, oh. Dankeschön. Oh. Ich will da rauf. Komm mit. Reite das Pferd. Kann man dir helfen? Ich möchte eigentlich nur gerne auf... Das Pferd hier nicht durch die Tür raus. Wir müssen ja nochmal einen richtigen Aufgang bauen. Aber ich habe nur mal erstmal die provisorische Sicherheit gebracht. Sonst Blader, oder ihr habt ja beide Baurechte ja auch. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr ein richtiges. Man braucht eine Doppeltür, glaube ich, für die Pferde. Okay. Die passen leider nicht durch eine einfache Tür durch. Ich muss jetzt nämlich leider schon los. Konstruktion, eine Doppeltür. Genau. Muss jetzt leider schon los. Ist das eine Doppeltür? Eine Ladentheke, das wird sie, glaube ich, nicht sein, oder? Doppeltür, okay. Ich werde mich hier gleich mal schlafen legen. Aber ihr habt ja alles, was ihr braucht, oder? Ihr habt Baurechte, ihr habt das Passwort. Ihr könnt bauen, was ihr wollt. Mhm. Ich packe mal noch meinen Kram ins, in das Cupboard rein. Da könnt ihr dann. Müssen wir eine zusätzliche Doppeltür bauen? Oder genau da, wo du schon einen hingemacht hast? Ne, könnt ihr machen, wo ihr wollt. Also, ihr könnt die auch einreißen hier, die Wand, glaube ich, und das dahin bauen. Das müsste dieser Rahmen sein und da kann man dann zwei große Türen reinpacken. Da passen die Pferde dann auch durch. Warte mal. Dach, wenn ich. Aber Armin weiß er sonst bestimmt. Eingang. Ihr könnt es ja mal probieren. Ich lege mich erstmal eine Runde schlafen. Bis später. Schlaf gut, bis später. Wir kümmern uns um den Rest. Ich sag das einfach mal so. Hallo Lamp, danke schön für den Zopf. Hey Armin? Lass uns mal versuchen, hier vielleicht eine Doppeltür zu bauen. Damit wir hier vielleicht die Pferde rausbringen können wieder. Ich weiß halt nicht so genau, wie man das mit dem Code halt wieder danach macht. Wenn ich die jetzt auseinandernehme, dann haben wir nachher keine Möglichkeit mehr, unsere Tür abzuschließen. Ich kann das machen, kein Ding. Wir müssen was essen. Wir haben nicht mehr so viel zu essen. Muss man eigentlich Essen suchen oder können wir auch irgendwo anders her Essen bekommen? Wir müssen das meistens suchen oder selber anbauen. Okay, ich versuche mal was zu finden. Das sollte jetzt noch ein Problem sein. Ich versuche einfach was zu finden. Ich weiß auch nicht so genau. Trillux hat irgendwie schon ganz schön viele Sachen zusammengesammelt, das stimmt. Wir gucken mal, ob wir noch irgendwelche Pilze finden oder sowas, damit wir jetzt nicht irgendwie bald den Geist aufgeben. Wir brauchen irgendwas zum Essen, Chat. Irgendwas zum Essen. Wir bräuchten wahrscheinlich irgendwie Holz oder sowas in die Richtung noch. Weil wir relativ viel Holz schon haben. Hier vorne ist noch ein Stein. Stein eingesammelt. Fische. Ja, Landei. Dankeschön für die Zauber-Sins. Witzig, danke dir vielmals. Ich weiß nicht, wo er den her hat. Warte mal, können wir rein theoretisch auch irgendwelche Sachen, Kleidung craften? Wie craftet man zum Beispiel irgendwelche Sachen? Wir bräuchten rein theoretisch Stoff und Knochenfragmente. Dafür müssten halt wir halt irgendwelche Tiere erstmal quasi töten. Um Knochenfragmente zu bekommen zum Beispiel. So. Wir könnten. Warte mal. Das ist. Wo Armin ist, Schuschu ist hier unten wegs. Wollen wir Schuschu entgegengehen, Chat? Eigentlich würde ich gerne die Pferde nehmen. Komm, ich klaue mir jetzt das Pferd und reite mit dem Pferd einfach los. Das geht ja viel schneller. Ja, unseren Speer packen wir hier auf jeden Fall wieder rein. Nice. Warte. Dankeschön. Hast du gut gemacht, Armin. Warte, ich würde mir schon mal ein Pferd klauen, ja? Reite das Pferd. Oh. Ich würde einmal kurz gucken, ob ich Lena finde. Oh, vorsichtig. Ich komme hier nicht durch. Oh. Geht's? Nee.
Ich will hier raus. Noch mal reinlaufen. Das gibt's doch gar nicht. Willst du es mal probieren? Oh, stopp, stopp, stopp! Verläuft's. Stopp! Oh mein Gott, Trennungs hat uns... Oh mein Gott, warum läufst du einfach los? Du siehst... Okay, wo ist Shushu? Wir reiten mal kurz zu Shushu. Wir sind richtig schnell unterwegs. Warte. Shushu ist ein bisschen weiter rechts. Wir versuchen sie mal zu finden, vielleicht können wir sie mitnehmen. Oh! Einfach durch die Mitte. Wir sind gleich bei Shushu. Hat sie auch vielleicht ein Pferd? Ist ganz schön schnell unterwegs. Oh, oh, oh. Das Pferd möchte aber auch nicht, wie wir wollen, Chat. Das liegt nicht an mir. Shushu! Was ist denn der? Oh. Hallo? Hallo? Oh, oh, hallo, Shorty! Hallo! Hey, Shorty! Ja! Oh, vorsichtig, hallo. Mein Pferd springt durch! Achtung! Was? Stopp! Crunchy! Hey, Shorty! Da ist Crunchy! Ich hab sie gefunden! Oh mein Gott, ich bin so happy, dass ihr endlich auch da seid! Mein Pferd möchte überhaupt nicht das, was ich möchte! Könnt ihr mich anhalten, bitte? Oh mein Gott! Shorty, hast du was zu essen für mich? Ich habe ein paar Beeren. Ich kann mal gucken, ob ich die ablegen kann. Warte. Oh, dein Pferd jetzt? Hat keine Lust mehr. Hier neben dem Pferd. Warte mal. Wo ist ein Pferd? Wie viel brauchst du? Wie viel Leben hast du noch? Du. Ich habe 47. Das Ding ist, wie lege ich die? Rausziehen einfach aus dem Inventar. Also Tab und dann einfach rausziehen. Kannst du die essen? Nee. Mist, dann habe ich aber auch nichts, glaube ich. Dann müssen wir vielleicht nochmal was suchen oder sowas. Ja, wir können ja vielleicht nochmal zu Armin gehen, oder? Ich sehe ihn ja auf der Karte. Lass es mal von hier weg, weil hinter uns ist ein Bär. Okay, dann lass mal gehen. Lauf so mal nicht mit Armin, ja? Habt ihr schon was gebaut? Shopping? Ja, ja, ich habe schon alles gebaut, was da steht. Pass auf, ich zeig dir das gleich. Komm mal mit. Oh, ja, aber ich bin leider nicht so... Warte, wir haben uns verlaufen. Wo müssen wir hin? Wir sind falsch geritten. Hä? Ach, hier. Shushu, rechts. Hier oben. Ich liebe das Pferd, ich will hier nie wieder absteigen. Woo! Ich bin so heiß, oder? Wow. Hast du das alles gemacht? Ja, habe ich eben alles alleine gebaut. Und dann kam Armin. Hallo! Aber wir müssen erst... Dieses Pferd! Bleib einfach nicht stehen! Hallo? Hi, Armin! Oh, ich bin Madame Knusperton. Ich gehöre auch zu euch, ich bin das Anhängsel. Wir müssen aber ein Aufnahme... Ich hab sie auf dem Weg gefunden. Wir müssen ein Aufnahmeritual machen. Kannst du bitte einmal die Türen schließen, Armin? Warte. Ja. Das arme Pferd. Okay. Also, ihr müsst das Pferd retten. Und zwar müsst ihr die Türen aufmachen. Ihr müsst den Code knacken. Ihr habt 3 Versuche Zeit. Wenn ihr das nicht schafft, dann stirbt das Pferd. Ihr habt 3 Versuche. Shushu, hast du schon alle 3 versucht? Armin. Nee, ich finde, ich weiß nicht, wo der... Wie öffne ich denn die Tür? Achso, warte mal. Das Problem ist, das Pferd steckt genau dazwischen. Ja, ich kann den Code gar nicht knacken. Doch, doch. Wir brauchen einen Exit. Freunde, wir haben leider ein kleines Problem. Oh, jetzt ist es da runtergerutscht. Tür öffnen. Ich kann es nicht öffnen.
Steckt das Pferd immer noch drin? Ah! Du musst es nochmal eingeben. Das, ja, ist ja. Das ist der gleiche Code. Du musst es nochmal machen. Das Pferd! Ja. Das funktioniert nicht. Gib mir mal den Kopf. Der gleiche Code geht nicht? Nee. Aber woher soll ich denn den Code wissen? Den müsst ihr herausfinden. Was ist denn da unten für eine Bombe? Oh. Nicht das Pferd! Das ist jetzt. Das, oh. Das ist frei! Ich glaube, wir müssen einen Pferdestall noch bauen. Ich setze mich einfach mal kurz drauf und. Okay, das Problem. Ich würde auch gerne. Oh, Trilux schläft. Ja, Trilux ist schon am Schlafen. Ihr müsst euch unbedingt noch Rucksack, Schlafsack hier hinlegen, damit, wenn ihr stirbt, dass ihr quasi hier wieder zurückkommt. Ich hab nur keinen. Ich hab auch keinen. Ich glaube, man muss nicht die craften. Oder wollen wir vielleicht kurz einmal was für die Pferde bauen oder so? Damit die nicht weglaufen. Ich muss erst mal gucken, wo ich einen Schlafsack herkrieg. Wo hast du deine Kleidung her, Schuh? Wo war denn der nochmal? Die hat mir Cherie gegeben. Oh, wir müssen auch hier vorne wieder was bauen. Weil sie mir die ganze Zeit auf meine Brüste geguckt hat. Eine Rampe. Nö, ich bin ja schon drin. Irgendwie sieht das nicht so aus wie gewollt, glaube ich. Ja, also ist es auch viel schöner. Aber ey, wie kann ich denn die Tür öffnen? Trilux kommt wieder an, das ganze Haus steht einfach nicht mehr. Schaust. Oh. Ich hab's geschafft! Ich muss den Code raten. Was? Okay. Ja. Ich hab's geschafft. Quanti, du schaffst das auch, Quanti. Kurz ausbauen. Quanti, du musst es knacken. Auf geht's. Wir müssen Crunchy noch in unser Team holen. Armin, weißt du, wie wir Crunchy bei uns ins Team kommen? Du musst E drücken. Ah ja, genau. Oh. Aua. Ich hab sagen sollen, dass unsere Pferde wegrennen. Oh, ich verhungere bald, ne? Ich habe nur noch 33. Ich glaube, wir müssen bald unser Pferd töten. Unser Pferd töten, das können wir doch nicht machen. Wir wollen denen doch ein Zuhause bauen. Aua. Ich? Ah. Das war leider auch nicht richtig. Stell dir mal vor, Trilux hat den Code gemacht. Was könnte das sein, bezogen auf CS? Oh, ich weiß es. Okay. Yay! Okay, wir sollten, Mädels, lass uns mal kurz nach Nahrung suchen gehen. Lass uns mal kurz ein Pferd schnappen und dann suchen wir mal kurz nach Essen für uns alle. Nee, Moment, ich brauche Stoff. Dann also suchen damit wir Stoff, ich mir so einen, Stoff, meine ich. Einen Schlafsack machen kann, oder? Okay, dann lass uns irgendwas Stoff und Essen suchen oder so. Hey! Tut mir leid, wir brauchen Stoffe, damit wir Schlafplatz. Ja, genau. Armin, du kennst dich doch ein bisschen aus. Macht das Sinn, wenn wir die Gruppe verlassen und eine eigene Gruppe öffnen und dann Trilux beim nächsten Mal einfach einladen? Das Pferd bleibt einfach nicht stehen. Das geht auch. Können einfach rausgehen und dann selber noch eine machen. Nur damit, also gut, weiß Lieder ich, oder wir warten bis. Ja, genau. Ja, ich drück überhaupt nichts. Das Montag läuft die ganze Zeit weiter. Dienstag. Ja, ich bin auch Montagabend kurz da und Dienstag Vormittag. Und dann Mittwoch, Donnerstag bin ich voll da. Also ich. Dienstagabend. Ich müsste mir langsam tatsächlich auch was zu essen suchen, langsam. Ja. Okay, dann können wir eine Gruppe eröffnen oder so, damit wir zusammen. Wir können erstmal eine neue eröffnen. Und dann kommt. Genau. Okay. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also gehen wir auf Gruppe Team verlassen, oder? Ah, Team erstellen. Ah, warte mal, und dann ich erstelle mein Team. Gesehen, Shushu. Einladen. Ja, jetzt habe ich euch alle invited. Nice. Nur dich nicht, Shorty. Versuch's mal nochmal. Okay, nice. Jetzt bist du dran, okay. Okay. Also wir brauchen jetzt auf
auf jeden Fall Stoff und Essen, richtig? Willst du nicht ein Pferd nehmen, Schu? Schu, du kannst das Pferd nehmen. Und Armin? Armin ist, glaube ich, mit dem Haus beschäftigt. Ja, ja, ich weiß nicht, ob wir das machen. Ich bin runtergefallen! Stopp! Was war das? Stopp! Ich habe das Gefühl, dieses Pferd mag mich nicht. Ich möchte ein anderes reiten. Komm, Gustav. Was ist denn Crunchy jetzt hin? Wir brauchen Stoff. Wo kriegen wir Stoff denn am besten her? Armin, wo kriegt man am besten Stoff her? Ich war erstmal mal verhungern. Ich habe 28 Minuten. Okay, wir suchen erst. Essen, komm schon. Mann, dieses Pferd! Okay, komm. Oh, Mann. Aber wo? Ich hab keine Ahnung. Lass mal da vorne hin. Crunchy, hast du was zu essen gefunden? Oh nein, oh nein. Hier war ich eben schon. Hier ist nichts mehr zu essen gewesen. Hier war schon alles geplündert, glaube ich. Pferdemist, ja, den nehme ich mal mit. Hier ist auch was. Ich habe hier was gefunden. Oh. Aber nichts zu essen. Klopapier. Schuschu? Wir brauchen Schuschu? Dringend Essen, ja. Ich habe Schlafsack jetzt für uns beide. Oh, super. Hier, okay. Die Klamotten. Ah, nice. Oh. Kann man ja, dann lass mal vielleicht schnell nochmal zurück den Schlafsack machen. Essen. Damit, wenn wir sterben sollten, weil wir verhungern. Okay. Ja, gleich, Shoddy. Okay, wir reiten mal kurz mit hinterher. Ich bin voll lieb zum Pferd. Ich möchte eigentlich nur... Oh, stopp! Pferd, stopp! 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 Hör auf! Lauf! Okay. Was hältst du davon, wenn wir uns einfach jetzt miteinander anfreunden? Okay. Kannst du mich angucken? Doch, du musst gar nicht mit dem Kopf schütteln. Pass auf. Ich werde auf dich Acht geben. Ich werde dir ein Zuhause geben. Aber ich möchte wirklich nur, dass du mich nicht jedes Mal abwirfst, okay? Sind wir uns da einig? Okay. Ich steig jetzt trotzdem wieder auf. Okay? Gucke mich bitte nicht wieder ab. So. Okay, wir werden es nochmal versuchen. So, erstmal ganz langsam. Ich werde für dich sorgen. Oh. Wo müssen wir hin? Da vorne. Jetzt habe ich unser Haus wieder gefunden. Shorty, wir brauchen dringend den Code für dieses Ding hier innen. Ich kann den auch nicht öffnen, aber es wird doch bestimmt der gleiche sein, oder? Nee. Ja, anscheinend nicht. Ich verhungere. Ich habe 23. Ich kann nicht, bei mir steht auch, it's locked. Ja, wir können halt hier keine Schlafplätze. Ach so. Kann ich vielleicht einen für euch bauen? Ich werde sterben, ne? Kann ich Schlafplätze für euch machen? Kann ich Schlafplätze für euch machen? 23. Kann ich Schlafplätze für euch machen? Erst was zu essen, Crunchy. Nee, das ist was zu trinken. Crunchy, drop mir mal bitte eure Schlafsäcke. Crunchy, gib mir mal bitte den Schlafsack. Okay, warte, ich schaff das jetzt. Ich kann dir Stoffe legen, wenn du willst, aber... Wenn du hier einen Schlafsack verziehst, wird der Cooldown einer lang den Schlafsack ausgelöst. Hm? Ich versuch das einfach mal. Geht nicht. Oh, doch. Kannst du es für mich schenken? Nee. Kannst du da dein... Kannst du eh machen und deinen Namen draufdrücken? Also schreiben, Schuschu? Ja. Wir müssen jetzt, glaube ich, einfach hoffen, dass es deiner ist. Jetzt steht da... Ich glaube, das ist nicht dein Schlafplatz. Das gibt nur dem, der das hinlegt. Hm. Bist du dir sicher? Ich glaube, ich bin mir zu... Aber da steht Schuschu. Sicher. Aber, ja. Da steht auf jeden Fall Schuschu. Kannst du mir mal 21 Stoff legen? Ich glaube, das müsste vielleicht gehen, oder? Ich habe keinen. Aber ich baue gerade noch einen weiteren Schlafplatz. Ja, das Ding ist, ich werde halt wieder sterben. Also ich muss hier raus. Ich muss Essen suchen.
Ich weiß nicht so genau, ob das mit dem funktioniert, mit dem, den ich dir angelegt habe. Versuch mal auszugucken. Wir gehen auf Rettungsmission. Musst du nicht vielleicht Zeit was anvisieren? Oh! Nein! Nein! Schnell wegreiten! Schnell wegreiten! Gustav! Ich hab gesagt, ich pass auf dich auf! Oh mein Gott. Wenn du nicht so weit weg bist. Okay, warte mal. Wir müssen Schuschu retten. Aber wie benutze ich den jetzt, Shorty? Welchen? Wie kann ich den usen? Welchen musst du... Was willst du usen? Hm? Ich kann die Tür nicht öffnen. Ich kann hier, es ist rot, ich kann meinen Schlafplatz hier nicht legen. Scheiße. Ich verblute, glaube ich, oder? Ich habe Essen gehabt! Was ist das? Pferdemist fallen lassen. Oh, doch nicht einfach direkt. Okay, Crunchy, ich habe da mal so eine Frage. Wenn ich jetzt relativ wenig Low HP, ja, also wenn ich Low HP bin, ne? Wie kriege ich Leben wieder? Durch Essen? Durch Essen, Bandagen. Ja, Essen und Bandagen. Okay, vielleicht können wir uns irgendwas craften, Chat. Konstruktion, Ressourcen, Items, Werkzeuge, Waffen, Munition, Elektrik, bla bla bla, allgemein. Items, Ressourcen. Nee. Ich komm. Warum ist es bei mir so. Okay. Ah nee, wir müssen den Code eingeben, ich Idiot. 1337. Oh. Ah, okay, fair enough. Aber warum kriegen die dieses Ding nicht auf? Kiste öffnen. Also was musste ich jetzt hier machen? Chat, was musste ich jetzt hier machen, damit ich eventuell Stoff, ich habe keinen Stoff und auch keine Knochenfragmente, um hier quasi so einen Verband zu machen. Einem Freund geben. Schuh. Ist das jetzt richtig? Oh, jetzt habe ich den wieder umbenannt. Wir haben den Schuhschuber verloren. Ich glaube, jetzt hat es geklappt, oder? Jetzt nicht geschafft. Wie habt ihr sie verloren? Schlafplätzchen. Wir haben es den gleichen Bruder gegeben. Wie kommen wir nicht an diese Kiste ran, Armin, an den Schrank? Oh, das ist eigentlich das gleiche Passwort. Hey, ich kann da gar kein Passwort eingeben. Doch. Das zieh dich für die Pferde, Armin? Soll ich das nicht lieber draußen hinlegen? Ja, wir können das auch draußen hinlegen. Das sollten wir Schuh schon nicht sagen. Die Pferde ist auf Essen gekommen, aber die kommen ja nicht rein. Okay, ich weiß nicht, warum ich einfach nicht reiten kann, aber es funktioniert einfach nicht. Ich möchte einmal hier durch. Danke. Was sind das für Geräusche hier draußen? Kann ich das auch einfach führen? Komm mal mit. Alte Richtung. Hier vorne. Okay. Hat sehr gut, Gustav. Noch einen weiteren Schlafsack oder so? Ich hatte jetzt nur Holz noch gefunden. Wo sind denn auf einmal die... Ich einen Schlafsack jetzt hier. Die Futterplätze für unsere Pferde. Hab ich rausgelegt. Ach, du hast es reinbekommen. Ah, oh, ja, ich hab die reinbekommen. Ich hab's gerade... gerade nach draußen gestellt. Kann ich das Pferd einfach loslassen? Okay, du bist befreit.
Wie werde ich das Pferd wieder los? Ich frage für einen Freund. Ich stelle es jetzt einfach hier hin. Du musst erstmal absteigen. Ja, das ist doch super so. Aber dann fehlt uns noch eins. Weiteres für das dritte Pferd, oder? So. Ah, jetzt haben wir es drauf, Chat. Ah, ich sag's euch, jetzt haben wir es richtig drauf. Perfekt. Führen, komm mit. Da wohnen wir. Oh, hey, Schuschel, du hast überlebt? Kind of beautiful. Ja, ja, ich hab Tim Horus gefunden. Ah, Tim Horus! You're the Lifesaver. Aber Schuschu, ich hab dir den Schlafsack gegeben, glaube ich. Nee. Doch, ich konnte den bauen. Ich hab meinen Schlafsack außen hingelegt. Kann ich den wiederholen? Ja. Warte mal. Ich konnte den meinen Freund geben. Ich hab ihn dir eigentlich gegeben, Schuh, der drin ist. Okay, meine Pferde. Ey, Tim, dein Pferd sieht ja so schön aus. Wo ist noch eine Pferd? Das ist leider nicht mein Pferd. Das ist von Moncherie. Oh, Moncherie. Moncherie ist mein Pferd. Moncherie. Mit den Flecken. Ich habe gerade erst gekauft. Ja. Sherry hat meine Brüste. Au! Vorsicht! Oh, oh. Out! Don't hurt each other. Ich habe ihre Brüste? Ich habe nie. Sherry hat meine Brüste toll gefunden. What is this? Da findet sie toll. Oui, 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 oui. Oui. Ja. Brüste. Moi, Sherry. Oui. Brüste. Brüston. Brüston? Oui. Ich habe eine kleine Nachfrage. Jetzt, wo wir alle hier versammelt sind, ich möchte bitte eine Minute von Ihrer Aufmerksamkeit. Ich habe Fackel etwas hin zu zeigen. Ja. Viva la France! Sind Sie France! La France! Oui, 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 oui! Viva la ich hoffe, France! Ich hoffe, ihr mochtet meine... Wie mache ich das nur mit diesem Applaus? Das war alles. Ich liebe talentiert. Klatschen jetzt. Wundervoll! Ich kann nicht merci, klatschen. Merci, 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 merci. Wie kann man noch mal klatschen? Ich klatschen und reden gleichzeitig. Ich bin zu doof. Es ist okay, ich akzeptiere ihre Lobungen. Merci, 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 merci. Wie hieß das Lied, Moncherie? Das war alles. Ich habe nicht mehr. Ich glaube, das war dieser legendäre Song, der hieß Français. Oh, oui, oui, oui. Ich weiß nicht, wo so ein Fackel drin ist. Ich hab die bestimmt drinne vergessen. Ja, ich dachte, wir gehen jetzt ins Radio, Tim. Ich glaube, der hat mir jemand geklaut. Ist der Radiotermin? Ja, komm, ich komm dir hinterher. Madame Chouchou. Wo ist denn dieser Pferd? Ist dieser drittes Pferd jetzt schon drinne? Ich hab mein Zuhause gezeigt. Warte, wir haben doch irgendwo. Sie ist sehr dunkel. Vielleicht brauchen eine Licht. Noch mal, okay, wie schön. Ich habe gerade meine Fackel leider verlegt. Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass ich Jäger bin. Ja, meine Fackel ist weg. Meine Fackel ist auch weg. Oh, ein Pferd hat wieder hingeschissen hier. Oh, oh, okay, krieg das also, Schuh, Schuh, wo ist Schuh? Schuh? Ja. Schuh, wenn du jemals meine Krieger brauchst, ich bin hier, ja? Sag mir Bescheid. Danke, oh, ich kann nicht mehr dir mein Leben zu verdanken, weil wegen dir bin ich nicht verhungert. Okay. Ich bin eingesperrt? Ja, doch, Mist. Dafür bin ich da. Brauchst du noch was? Oh, oh. Ich hab den ich kann wieder raus zu meine Pferde. Ich habe schon vermisst meine Pferde. Ja, wollen wir den Song mal kurz... Wieder, das ist Pferde, Mist. Ja. Oh, hier ist es doch. Okay, können wir machen. Ja. Warte, wir bringen es mal wieder rein. Machst du kurz Licht? Das Problem ist, ich muss erst eine Fackel aufrüsten. Moment. So, jetzt haben wir das Pferd drin. Yeah, aber wie geht das nochmal? Yeah. Chiara und Tim. Das ist der falsche Track, oder? Chiara und Tim, ja, wir sehen einfach Chiara gar nichts. Ja. Okay, kommen wir mit Chiara und Tim, ja, ja, sie sind am Start. Chiara ja, ja, sie sind am Start. Wo ist das Pferd schon wieder hin? Ja, sie sind am Start. Ja, sie sind am Start. Chiara und Tim, ja. Sie sind nicht am Ende. Chiara und Tim, sie sind am Start. Ja. Ja. Ist das unser Pferd? Das ist gar nicht unser Pferd. Ja, wir fangen gerade an. Ja. Ach, hier vorne ist es. Ja. Moncherie hat sich kurz im Weg gestellt. Also wir haben nachher einen Termin beim Radio, wo wir den Song performen. Ich hoffe, das war gut. Ja. Wow. Dann könnt ihr im Radio den Song hören. Wird geil. Ja. Wir haben einfach ein Pferd in unserer Küche. Madame, plus Beton. Yes, Monsieur. Richtige Rave hier. Mir fehlt einfacher Kraftstoff. Hat das jemand für mich? Dann kann ich mir eine neue Fackel bauen. Natürlich, soll ich hier, bitte. Wo hast du denn das alles her?
Ich bin reich und ihr seid mir scheißegal. Ich geh schon mal los, es wird schon hell. Ich kümmere mich einfach um die Pferde. Die Pferde sind toll. Oh, falsche Richtung. Pferdchen, komm mit. Langsam freunde ich mich auch mit denen an. Guckt. Langsam klappt das auch alles. Na gut. Haben Sie ein Zuhause? Guck. Madame Chérie. Stadt, vielleicht ich finde ein Zuhause in die Stadt. Maybe, vielleicht. Kreuzt unsere Wege wieder. Mhm. Oui, of course. Sie können immer, Sie sind hier immer wieder willkommen. Course, ja. Jederzeit. Oh, sacre bleu, merci. Sie sind so nett. Yes, ma'am. Merci. Sie sind auch ein bisschen nackt wieder, aber sie auch sehr nett, beides. Ich habe noch keine Klamotten gefunden. Oh, Armin ist einfach reingeschlafen. Wollen wir vielleicht noch irgendwie weitersuchen nach Essen? Das Problem ist, ich habe leider keine Fackel. Aber so langsam wird es zumindest wieder hell. Was? What the fuck macht Armin hier? Ist einfach reingeschlafen. Moisterie sind ja immer noch hier. Ein bisschen wild, das rennt einfach weg. Oui, aber ich gehe jetzt, ich überlasse Ihnen Ihren Tag. Au revoir. Au revoir. War sehr einen schönen Tag. Vielleicht Sie ziehen Sie sich bald etwas an. Oui, wir gehen mal ein bisschen flammen. Haben Sie vielleicht Klamotten für mich? Untersuchen. Au revoir. Au revoir. Oh. Unsere Pferde sind schon wieder weggelaufen. Stopp! Warum laufen die mal weg? Hast du gerade mein Pferd genommen? Ja. Ich wollte mal ein bisschen weiter suchen für Essen oder so, Shorty, ja? Ich würd sonst mitkommen. Warte, ich hole mir mal kurz das andere Pferd. Ja. Mhm. Kannst du nur eventuell die Tür abschließen? Das Armin da... Ich versuch's. Ich muss... Gustav und ich, wir sind nicht so auf... Ja, wir haben immer so ein bisschen Probleme hier. Ich trampel gerade auf Armin rum. Ups. Wie er sich einfach mitten reingelegt hat. Ja, ich will hier raus! Wie seid ihr hier rausgekommen? Okay, stopp. Einfach durchgeritten. Einfach durchgeritten? Okay. Mach mal die Tür wieder zu. Ah, er ist nicht mal weggelaufen. Perfekt. Aber ist es jetzt abgeschlossen? Nee, ne? Ich hab abgeschlossen. Das passiert automatisch, wenn wir die Tür zumachen. Okay, let's go. Oh. Lass an der... Ey, Ted, ich schwöre, ich bin sonst besser geritten als so, okay? Schade. Vielleicht suchen wir einfach auf der Straße und finden irgendwas. Okay, also hier vorne in der Tankstelle waren wir auf jeden Fall schon mal. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich viele Leute schon die Straße entlang gelaufen sind. Warum ist dein Pferd so viel schneller als meins? Weiß nicht, weil ich Schiff drücke. Ich auch! Hier wohnt auch jemand. Hallo? Hallo? Scheint niemand da zu sein. Siehst du auf der Karte ein bisschen südlich die große Scheune? Ja, klar. Wollen wir da mal hinreiten? Wollen wir da mal hin? Wir können das tatsächlich auf der Karte markieren. Ja, okay. Hast du das jetzt gesehen, was ich markiert habe? Ja, ich konnte das sehen. Lass uns aber vielleicht an der Straße lang, vielleicht finden wir irgendwelche Sachen oder so. Oh. Wo ist ein Schuh jetzt auf einmal? Oh mein Gott. Achtung, Schuh, Achtung, Schuh, Achtung, Schuh! Ich werde angegriffen! Schuh, Schuh, Hilfe! Schuh, Schuh! Aber warum?
Warum haben wir denn jetzt alles wieder verloren? Du musst den Respawn-Punkt auswählen. Kann ich das nochmal machen? Kann ich mich nochmal töten lassen? Warte. Okay. Shorty. Aber ich habe jetzt ja alles verloren. Ist das normal so? Oh mein Gott, wir müssen... Shorty? Ich bin gestorben, Shushu. Nessie? Ich bin gestorben. Was ist passiert? Ich wurde von einem Wolf angegriffen und ich habe Gustav verloren. Nein. Wir müssen Gustav wiederfinden. Ich habe gesagt, ich passe für immer auf ihn auf. Oh, ich habe gerade gekotzt. Pferdemist. Die haben ja alles vollgeschissen. Das war bestimmt das Pferd von Moscherie. Shushu, lass uns versuchen, nochmal Gustav zu holen. Lass uns Gustav holen. Weißt du noch ungefähr, wo das war? Ja, ja. Ich hab den Code deaktiviert. Das Ding ist, dass du, dass da noch ganz viele Wölfe auf uns gewartet. Abschließen. Okay. So, ich hab nochmal kurz abgeschlossen. Wie hast du das denn? Haben die dich nicht angegriffen? Nee, ich hab gesagt, warte noch, weil ich musste noch schnell ein Auto looten. Und dann habe ich einfach, ich so, Shorty, und dann habe ich gesehen, dass du tot bist. Was ist denn okay. Das da hier? Wieso ist hier ein Schlafsack, Shorty? Wo? Da liegt ja mal ein Schlafsack. Hä? Feuer. Okay. Oh, ich wollte den nicht umbenennen. Der sieht ja süß aus. Ich hab den einfach umbenannt auf Shushus Schlafsack. Oh, hier, schau mal. Hier können wir plündern. Oh, den Speer. Das gehört Farbenfuchs. Das Einzige ist, Shorty, ich habe keinen Stein mehr. Du, ich habe gar nichts mehr. Ich hab grad alles verloren. Hä, wie, du hast gar nichts mehr. Ich hab alles verloren. Der Pferd. Oh. Okay, lass uns mal kurz dich Gustav noch mal looten gehen, komm. Ja. Okay. We're gonna find den Tommy. Dankeschön für die 43 Monate. Wie geht es dir? Dankeschön. Danke. Ich möchte Gustav wieder zurückhaben, Chat. Ich habe Gustav versprochen, dass wir auf ihn aufpassen werden. Mir leckt das nur so krass, ey. Beim Reiten leckt das bei mir auch zeitweise ein bisschen. Okay. Wo ist eigentlich Crunchy? Man weiß es nicht. Ich glaube, irgendwo... Die war da unten bei der Tankstelle und hat sich mit Cherie unterhalten. Die sind da vorne, hinter diesem Luftballon. Ah. Bist du. Was macht Armin eigentlich? Er ist einfach disconnected. Hat sich nicht mein Schlafsack gelegt. Weil hier ist nämlich noch diese Müllding. Die wollte. Oh, schick. Kann man das alles kaputt machen? Ja. Okay. Hier sind noch mehr Sachen hinten drauf zum Beispiel. Bisschen da vorne muss irgendwo gestorben sein. Hoffentlich ist unser Pferd noch da oder so wurde es gerade getötet vielleicht. So, warte, das nehmen wir mit. Öffnen. Hier ist auch noch ein bisschen Schrott mit dabei. Ich glaube, du bist da vorne gestorben, oder? Ja, genau, da vorne links, glaube ich. Ah, da ist Gustav! Oh, Gustav! Er hat auf uns gewartet, Chat! Gustav! Hallo, Gustav. Aber wo sind meine Sachen hin? Oh, ich wünschte, ich könnte dich streicheln, Gustav. Untersuchen. Das bringt mir nicht so viel. Hey, Gustav, danke, dass du auf mich gewartet hast. Oh. Gutes Pferdchen. Oh, da oben ist noch so ein Kanister.
liegen meine Sachen denn jetzt noch irgendwo hier? Ja, irgendwo muss so ein Rucksack liegen. Oh, ich habe Rohöl gefunden. Also ich bin irgendwo hier gestorben. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Wird ja wahrscheinlich auch Sinn machen. Hauptsache, es kommt jetzt nicht gleich wieder ein Wolf an. Vielleicht wurde ich auch schon wieder geplündert oder so. Hier sind noch mehr Sachen. Wir versuchen jetzt erstmal hier ein paar Sachen zu sammeln. Irgendwo sein. Okay, wir gucken nochmal. Aber der ist echt ein treuer Wegbegleiter. Obwohl ich mich am Anfang echt schwierig angestellt habe, was ihn angeht. Und er ist auch ein bisschen störrisch, um das zu sagen. Aber er bleibt dabei. Er bleibt. So. Die machen wir auch noch kaputt. Bushu müsste eigentlich immer noch da vorne irgendwo sein, glaube ich. Der lag da noch. Ich habe den nicht gesehen. Sind wir gerade dran vorbeigelaufen? Shushu? Irgendwo hier bin ich doch gestorben. Shushu? Rotbeeren. Ja. Eigentlich müsste irgendwo mein Rucksack liegen. Hast du es gefunden? Oh. Wollen wir mal versuchen, hier so einen Hirsch zu töten? Ja. Oh. Scheiße. Es ist... Schnell! Oh, das oh nein! Hat gut geklappt. Okay, lass es. Nee, ich glaube, wir gehen wieder zu unseren Dingern zurück. Vielleicht sollten wir ein bisschen höher ziehen. Also, irgendwo müsste mein Rucksack liegen. Wird es nirgendwo angezeigt? Wo bin ich denn gestorben? Also hier stand Gustav. In die Richtung oder in die andere Richtung? Vorne an den Bäumen. Bin ich schon wieder noch vorbeigelaufen? Ah! Ich habe meine Sachen gefunden. Warte, mit H kann ich alles einsammeln. Nice, ich habe meine Sachen wieder gefunden, Schuh. Was haben wir denn überhaupt noch hier drin? Ich hab ein Verkehrsschild aufgesammelt. Was ist das? Einfacher Kraft. Brauchst du irgendwas, Shorty? Kann ich dir was geben? Was ist das? Schwefel. Hast du was zu essen? Hast du noch was zu essen? Shorty? Hast du was zu essen? Ja, Jim hat mir 10 Maiskolben gegeben. Ja, gib mir meinen ab. Dankeschön. Jetzt habe ich alle fallen lassen. Ich weiß nicht, wie ich den... Keine Ahnung. Ich frag jetzt... Oh, wir haben sogar ein Fernglas. Also wir snacken jetzt mal ein paar davon. Wollen wir vielleicht mal weiterleiten, dahin, wo wir hin wollten? Jo. Okay, let's go. Let's go. Oh! Gustav! Ja, wie man sieht, Gustav und ich haben immer noch so Schwierigkeiten. Ah. Okay, let's go. Vielleicht finden wir auch irgendwelche... Oh, warte, falsche Rehe. Richtung. Andere Richtung. Andere Richtung. Jetzt sind wir auf dem Kurs. Jetzt sind wir auf dem Kurs. Wir müssen nur auf die Lebensbalken vom Pferd achten. Je schneller die rennen, umso mehr brauchen die zu essen. Wo sehe ich den Balken? Der über... Ist das der erste Balken? Ist das der erste Balken, der gelbe? Genau, der gelbe. Ja, Ausdauer. Oh, okay, sorry. Ich dachte, das Leben. Dann habe ich es vorhin falsch verstanden. Okay. Da vorne links ist auf jeden Fall auch so eine relativ große... Oh, ich komme nicht. Mein Pferd hängt. Oh, ja, lass mal dahin. Oh. Das Pferd kann aber auch nicht springen. Ich häng fest. Okay. Gustav, alles gut. Wir machen das zusammen. Da unten ist Shushu. Oh, Shushu! Shushu?
Du bist aber wild, Schuschu. Ja. Da dürfen wir nicht hin, oder? Warum? Warte mal. Ich versuch das nochmal. Sofort entwaffnen, Zone. Sofort entwaffnen. Warum kann ich da nicht hin, Sporty? Ich hatte außerdem noch eine Waffe in der Hand. Aber das sieht aber cool aus. Ne, wir dürfen wir doch hin. Wir dürfen nur keine Waffen in die Hand nehmen, sonst kriegen wir Probleme. Da okay, nur aufpassen Richtung 80. Osten ist ein Bär. Okay. Hast du das gehört? Ja. Irgendwie sieht das hier ganz schön gruselig aus. Guck mal! Oh! Das ist voll schön. Ich kann nicht so ein Pferd klauen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir dürfen die Pferde nicht nehmen, oder? Wem gehören die? Die sind ja alle so schön. Aber ich kann Gustav nicht abgeben. Hey, hier ist ein Jäger. Ha, ich glaube, hier gibt es nichts für uns, oder? Können wir noch Schade, ich glaube, hier ist nichts. Nee, ich glaube auch nicht. Auf geht's, Gustav. Haben wir das immer noch markiert, wohin wir müssen? Ja, warte, lass uns mal geradeaus weiter. Das ist die große Scheune. Oh nein. Pass okay, dann auf, weil da vorne ist eventuell ein Bär gewesen. Okay, wo wollen wir denn sonst hin? Wir könnten vielleicht nochmal gucken. Warte. Oh. Wollen wir vielleicht zum verlassenen Supermarkt? Ich hab's mal markiert auf der Karte. Ja. Ja. Let's go. Okay. Wie viel Leben hat dein Pferd noch, Shorty? Prinzipiell würde ich sagen wenig. Aber stirbt er dann einfach? Mit was können wir ihn denn füttern, ist die Frage. Kann ich dich füttern? Untersuchen. Items ausrüsten aus höheres Tier. Wie fütter ich dich? Möchtest du Bären haben? Nein? Okay. Dann nicht. Dann reite ich dich weiter. Wo ist denn Schuschu schon wieder hin? Irgendwo neben mir. Schuschu? Oh. Schuschu ist schon weiter links irgendwo. Das Problem ist nur, da vorne war sie, glaube ich. Wir dürfen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht wieder auf den Wolf oder sowas treffen. Wir checken einfach mal hier die Hütte ab. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Oder waren wir hier schon mal? Oh! Schleichen uns ran, Chat. Oh, er hat es noch gar nicht gemerkt. Wir schleichen uns weiter ran. Wo ist es hin? Hey, ich hab's hierher gefunden. Hier war eben gerade ein Reh. Wo ist das hin? Der Hirsch? Was ist das denn? Hier können wir einiges kaputt machen, glaube ich. Hier 70 ist. Nice. Was haben wir denn hier? Halbautomatisches Gehäuse, okay. Nehmen wir einfach auch mal mit. Das Ding ist, mein Inventar ist voll, Shorty. Meins ist auch voll und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was wir noch brauchen, was wir nicht brauchen. Plane. Einfache Ventile. Briefkasten. Oh, ich habe einen Briefkasten für uns. Oh. Ja, oder wir gehen nochmal zurück und gucken, dass wir vielleicht die Sachen irgendwo hin tun. Aber wie füttern wir rein theoretisch unsere Pferde? Ja, hier kommt Achtung, ein Wildschwein, Achtung. Hier kommt ein Wildschwein, hallo. Oh, oh.
Er greift jetzt mein Pferd. Schau dir bitte da hin. Ich möchte nicht, dass es dein Pferd angreift. Ich weiß nicht, ob er das greift macht. Greift mein Pferd an? Nee, bisher nicht. Nee, der läuft einfach dran vorbei. Nee. Okay, na, also ich will mein... Okay. Ich glaube tatsächlich, dass mein Pferd halt nicht mehr so viel Leben hat. Oder, ich weiß nicht. Die Anzeige ist halt super niedrig. Ich weiß aber, wo ist denn unsere Wohnung? Wo ist eigentlich unser Zuhause? Wo? Weiß ich nicht. Wo ist unser Zuhause? Nessie, weißt du das? Nee. War das nicht irgendwo hier? Richtung Tankstelle oder so? Ja, da muss das sein. Da muss das sein. Als wir losgeritten sind, habe ich noch gesagt, bei der Tankstelle waren wir schon mit Crunchy. Wollen wir erstmal zurück und einmal die Sachen wegbringen? Ja. Wir könnten vielleicht noch einmal hier vorne hin. Guck mal, lass uns mal kurz das hier abchecken. Vielleicht finden wir ja auch noch irgendwas. Oh, hier sind hier. Scheiße. Ich glaube, das müssen wir noch legen. Aber wir können hier irgendwas craften. Guck mal. Hier das. Da, aha. Ich glaube, hier können wir so Sachen quasi auseinandernehmen. Oder wenn wir die also recyceln oder sowas. Das brauchen wir dann nicht mehr. Was ist das denn? Pferdemist. Okay, Pferdemist wird wahrscheinlich schwierig. Metallklinge. Nahkampfwaffe. Nee, das behalte ich. Hey Luxion, grüße dich. Drei gleichen Sachen packen. Diesen Metallschrott. Warte. Besetzt. Ah ja, das geht. Zumindest die Sachen. Mhm, das funktioniert. Und die Sachen wahrscheinlich dann auch? Nee. Was ist das? Hä, check ich nicht. Man kann da so Sachen craften. Du musst die Sachen in die Eingabe packen. Was ist das denn? Hochwertiges Metall, das klingt gut. Guck mal, ich habe jetzt dein Stoffschild quasi mal angeschmissen und rein theoretisch kriegen wir da Material raus. Ah, okay. Ja, du weißt, wie das geht. Okay, warte. Haben wir hier noch irgendwas, was wir finden können? Was zu essen oder so wäre halt echt ganz gut, aber... Wir müssen, glaube ich, einfach mal lernen, die Hirsche zu töten. Ich habe jetzt keinen Platz mehr. Hier ist noch was drinnen. Hier ist noch so einfache Ventile. Vielleicht habe ich noch einen Platz. Warte. Wo bist du denn? Hier außen. Hier. Fühl ich die gerade auf? Nee, ne? Okay, ich habe sie mitgenommen. Okay, wollen wir jetzt zurückreiten? Ja. Ich glaube, da auf der Karte, wo Crunchy ist, ist unser Zuhause, oder? Oh, weißt du, lass uns doch einmal versuchen, hörst du? Warte, komm mit. Oh. Wir dürfen nur nicht so... Also, hinter dir sind noch ein paar Hirsche. Vielleicht können wir ja versuchen, einen zu fangen, damit wir endlich mal ein bisschen Fleisch bekommen. Aber wo sind die? Da vorne. Auf der Straße. Lass mal runtergehen, lass mal runtergehen vom Pferd. Und wir müssen uns. Wo ist mein Speer hin? Die hauen ab. Die sind gerade abgehauen. Ach Mann, warum sind die denn immer weglaufen? Ich glaube, das wird. Wir kriegen die nicht mal, wenn die direkt vor uns stehen. Nee. Aber lass mal hier hoch, warte mal, Richtung Norden und 10. Was ist das da oben? Da wohnt doch bestimmt jemand. Nee, das ist ein Palmen. Fast. Hast du unsere Hütte markiert? Warum ist die immer so schnell? Unser Pferd gibt langsam wirklich auf, oder? Nessie? Ja. Nessie. Ich muss mal ohne Speed laufen, weil mein Pferd stirbt sonst. Ja, ich auch. Guck mal, was sind hier? Pilze. Oh ja.
Oh, sehr gut. Ich habe auch noch ein bisschen Mais von dir, falls du noch was zu essen brauchst. Vielleicht ist hier vorne auch noch ein bisschen was. Die Beeren können wir noch mitnehmen. Ist auch gut. Auch noch mehr Pilze. Oh, sehr schön. Ein bisschen Nahrung für uns. Das brauchen wir auch. Dankeschön, Wuff. Schuss ist da unten. Wo ist denn jetzt schon wieder unser Pferd hin? Da vorne. Ah, Schuss ist in die andere Richtung gelaufen. Okay. Hey, Wuff. Dankeschön für den Follow. Willkommen. Haben wir vorne noch irgendwelche Sachen? Nee. Ja, hier ist ein Stein, können wir noch aufnehmen. Töten hat wieder nicht funktioniert. Ein Stein. Das lernen wir noch irgendwann. Okay, versuchen wir einfach mal wieder. Ich esse noch mal eine Kleinigkeit. Also wir dürfen jetzt einfach nur langsam gehen, wieder oder wie? Zurück heim. Ja. Ja, außer wir füttern das Pferd mit einem Maiskolben. Wie macht man das? Wenn man das dem vor die Füße legt. Ich weiß nicht, ist das worth it oder wollen wir lieber uns... Dann isst er das auf. Nicht, dass wir nachher verhungern. Wie viel Hunger... Also, hast du Hunger? Ja, ja eben. Ich hätte noch ein paar Pilze, glaube ich. Ja, zwei Pilze habe ich auch, genau. Ja, wir können dem Pferd mal Pilze geben, wenn du magst. Essen Pferde Pilze? Ich glaube nicht. Dankeschön, Fofu. Das freut mich. Was guckst du generell so gerne für Games? Aber Schuschu, dein Pferd ist einfach prinzipiell schneller, glaube ich, als meins. Warte mal. Stopp. Fallen lassen. Okay, eins hat er gegessen. Okay, jetzt hat er wieder ein bisschen mehr. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo Schuschu hin ist. Wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass wir noch ein bisschen gucken, wo unser Essen und sowas ist. Wo ist Schuschu hin? Oh Gott, Schuschu ist ja komplett am... Hä? Ist die Schuschu... Hä? Wo ist Schuschu hin? Wir rasen jetzt einfach mal los. Ich hab sie schon wieder verloren. Wir stecken fest, Pferd. Unverschämt. Aber Schuschu ist doch losgeritten, oder? Die kann doch nicht so schnell sein. Da hinten ist unser Haus. Okay, wir sind gleich wieder zurück. Können wir den Stein mitnehmen? Guck mal, safe. Ah, nee, das ist ein Baumstamm. So, dann reiten wir schnell wieder zurück. Packen wir die ganzen Sachen bei uns wieder rein. Jetzt bin ich multitaskingfähig, Karina. Jetzt bin ich multitaskingfähig. Kannst du mir sagen, wie wir eventuell unser Inventar leer kriegen? Also wie kann ich mein Inventar löschen? Hallo. 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 Und guck mal, ich habe hier noch was. Schaut mal. Ich habe hier einen Kamin. Wollen wir einen Kamin haben? Oh ja, voll geil. Lass uns irgendwo hier vorne einen Kamin bauen. Was ist das denn für eine Box? Ich habe für euch was. Warte, Mädels. Einmal hier. Da. Und hier. Unsere Pferde bräuchten auch irgendwann noch mal was zu essen, glaube ich. Schuschu, hier vorne. Oh, hier ist Pferdemist. Das ist für Dünger ganz gut. Ich habe nämlich Kürbisse und ganz viel Mais gefunden. Das ist ganz gut. Ja, soll ich einen Kamin hier irgendwo hinstellen? Ja, klar. Gute Idee. Vielleicht hier vorne in die Ecke oder so. Der passt hier nirgendwo hin. What the fuck? Probiert ihr es? Der passt hier nicht rein. Ups. Warte mal. Hey. Blaubeeren. Kann man rote Kamin Beeren passt essen? Nicht rein. Schade. Bitte? Kann man die roten Beeren essen? Glaube ich nicht. Nee, Mais und Kürbis, also Kürbis sind am besten, wenn du Kürbisse findest.
Die kann man auch anbauen. Wo hast du deinen Anzug her? Hydration und Essen zu bekommen. Noch einen hier. Hier ist doch noch einer drin. Boah, cool. Ja. Den. Ich war farben. Warte. Aber ich würde jetzt, glaube ich, jetzt schlafen gehen. Vorne auch noch. Was machst du? Boah, wo hast du den Anzug? Ich glaube, ich gehe jetzt schlafen. Könnt ihr ja die hier vorne reingelegt. Findet man immer am Straßenrand. Ich finde auch so einen coolen Anzug. Das war Pferdemist, den legen wir irgendwo draußen. Den findest du immer am Straßenrand, tatsächlich. Warte. Oh, okay. Nee, Schwefelerz ist das. Das war Pferdemist. Reinlassen. Ich will jetzt schlafen gehen, also. Mach das. Okay. Ich schreibe auf jeden Fall. Ich schreibe dann. Na klar, machen wir. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Crunchy. Schlaf gut, Crunchy. Okay, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Okay, rein theoretisch. Ich habe hier halt noch super viele Sachen, aber ich weiß nicht, wohin damit. Soll ich die einfach mal hier reinmachen? Soll ich die einfach mal hier rein? Rein, oder? Ja. Ich würde halt vielleicht so eine Kiste machen. Das ich weiß nicht, was diese halt Dinger so sind. Ich auch nicht. Das sind irgendwie so Nägel oder so, oder? Ventile niedriger Qualität für den Verbrennungsmotor. Ventile steuern den Einlass- und Auslassstufen. Ich habe hier zum Beispiel auch einfache Zündkerze. Brauche ich nicht. Wir haben einfach alles mitgenommen, was es gab. Einfach alles rein. Haben wir noch eine Holzkiste? Ach, ich glaube, wir können vielleicht eine bauen. Warte mal. Schon eine gebaut. Ich glaube, ich habe hier einfach so eine in den Raum gestellt. Wo hast du die gefunden? Die Crunchy eigentlich so komisch auf dem Schlaf. Sie liegt da was so mitten auf dem Schlafsack. Drillux liegt ja auch richtig bescheuert. Ich würde mal gucken, wir müssen irgendwie diese, dass ich hier mir mal was crafte oder so. Warte mal. Also rein theoretisch steht ja daneben immer, was wir brauchen. Aber ich habe halt sowas wie Stoff. Hallo? Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ey, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Hier ist jemand. Wer bist du? Wer bist du? Das ist für mich, bitte. Nein. Ich bin hungrig. Wir haben leider selber nicht wirklich was zu essen. Und Hilfe, Hilfe, ich bin hungrig. Ich hab ein bisschen. Schnell die Pferde verstecken. Bisschen was. Nicht rein, nicht rein. Hey. Du darfst hier nicht rein. Was, ich will was zu essen, bitte. Ja, aus meinem Haus. Ich geb dir was, wenn du rauskommst. Ich bin hungrig. Ich geb dir was, wenn du rauskommst. Ja. Geh raus. Bitte. Ich hab Hunger, verdammt. Hier, Pferdemist. Ganz viel Pferdemist kannst du haben. Willst du mich verarschen oder was? Ey, verdammte Scheiße, ich zünd euch gleich an. Hey! Gib mir mal zur Fresse, so verdammte Scheiße. Oder ich zünd dich. Ich habe nichts zu essen. Ich hab dir versucht, was zu geben. Ich kann dir das hier geben. Ich mein's ernst. Ich zünde eure Hütte an, wenn ihr mir nichts gebt. Ja, dann zünd ich dich an. Verdammt! Ich mein's ernst. Verdammt. Hey! Na los! Du bist gegen zwei. Wir können beide mit Sperren umgehen. Ich gebe dir einen Warnschuss. Der nächste trifft. Der nächste trifft. Geh weg von meinem. Ihr seid doch irre, seid ihr doch. Ihr seid doch gestört. Ich wollte dir sogar was zu essen geben. Dann möchtest du einfach unser Haus zerstören. Geh weg. Geh weg. Du kannst nichts gegen Schucho machen. Ihr seid doch durchgeknallt, seid ihr doch. Ihr wisst. Such dir woanders Essen. Ich muss also wieder unsere Pferde retten. Ich hab mir vor, die hätten jetzt unsere Pferde geklaut. Ah, nee, das eine Pferd steht hier noch. Das hat Schuschu mitnehmen wollen. Komm mit. Verrückte kommt wieder. Nessie? Wir müssen schnell unsere Pferde reinbringen, Schu. Ja. Der hat das Mais nicht mitgenommen.
Nee, wollte er nicht. Er meinte, ich will ihn verarschen. Vielleicht kann man das gar nicht essen. Ich dachte das aber. Ich krieg das Pferd nicht rein. Gustav? Dieser scheiß Gaul möchte. Gustav ist unser Problempferd. Wir haben unser Haut. Mann, Gustav! Warte mal, Schotti, geh mal runter, Schotti, geh mal runter. Jetzt haben wir ihn. Pass auf, geh mal runter vom Pferd. Wenn du E gedrückt hältst, ne, kannst du auf Führen klicken bei dem Pferd. Das ist zum Beispiel, wenn du mit einem anderen Pferd unterwegs bist und du findest noch ein Gaul, kannst du es mitnehmen. Und dann läuft er dir hinterher. Die Pferde haben wir schon wieder hingeschissen, leider. Okay. Nein, scheiße. Bring uns Pferdemist. Kann ich damit irgendwas machen? Ich glaube nicht, oder? Würde gerne Shepard damit bewerfen. Er will jetzt nicht mehr er will nicht mehr weggehen. Er folgt jetzt immer noch. Wie werde ich ihn los? Gustav! Wir haben so eine tolle Bindung aufgebaut. Ich weiß, aber du kannst dich jetzt einfach zu deinen Pferden stellen. Warte mal. So. Okay, that kinda worked. Aber vielleicht müssen wir mal gucken, Shorty, dass wir unser Haus, glaube ich, ein bisschen upcraften. So mit, wir brauchen mehr Holz, glaube ich. Ich habe voll viel Holz. Oh, wir haben auch hier in dem Dings Holz. Pass auf, guck mal hier drinne. Ah, nee, dann fällt unser... Das darf ich da nicht rausnehmen, oder? Ja. Was ist der Code hier? Auch eins. Also auch der gleiche Code. Der gleiche. Und jetzt? Er muss erst mal anbauen. Hätte er ja machen können. Hätte er irgendwas zu essen gehabt. Das können wir halt damit umgehen. Wir mussten halt pokern, sonst wären wir den ja nie losgeworden. Ja, okay. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen was abbauen an Holz. Also wir haben zwar hier ein bisschen was drin, aber das brauchen wir rein theoretisch, damit das Haus nicht auseinanderfällt. Ich gehe einfach mal kurz. Warte, mal kurz. Ich überlege gerade, kann ich hier alles ablegen? Was alles? Oh, warte. Wir sammeln kurz Holz, Chat. Wir müssen ja auch ein bisschen weiterkommen. Felix kommt irgendwann wieder und denkt sich aus, was haben die denn die ganze Zeit gemacht? Die sind einfach irgendwo rumgeritten. Ups. So. Es wird besser, oder, Chat? Habe ich zumindest das Gefühl. So. Ich würde noch einen weiteren Baum mitnehmen und dann können wir mal gucken, was wir vielleicht bauen können oder ob wir irgendwas craften können oder so. Ich habe bisher noch nicht irgendwas gebaut am Haus, um ehrlich zu sein. Weil ich gar keine Ahnung habe, wie das funktioniert. Könnte besser werden. So. Laufen wir gleich wieder zurück und gucken mal, was wir vielleicht machen können damit. Ich brauche noch viel mehr Holz. Da muss mir Shushu helfen oder so. Wo ist denn Armin? Armin schläft, glaube ich, auch nicht mehr. Was machst du da, Shushu? Du upgradest das. Ich mach das gerade schon. Ja. Mit Holz gerade. Crunch hat gerade zu mir gesagt, erst mit Holz. Nice. Wie machst du das? Du musst Holz im Inventar haben, dann guckst du das an, dann wird es so blau, dann machst du Rechtsklick und dann mit Holz aufwerfen. Bei dem, wo ich gerade drüber stehe, geht das? Hast du Holz im Inventar? Ja. 6. Ja, und dann klickst du Rechtsklick und dann mit Holz aufwerfen. Oben rechts ist das. Rechtsklick? Tim! Wer bist du? Hallo? Auch ein Fernglas. Hallo? Was machen Sie hier mit den vielen Pferden? Das sind unsere Pferde. Warum? Hey, guck nicht rein. Schließ schnell die Tür ab, warte, sonst kommt er rein. Ist schon abgeschlossen. Können wir euch helfen?
Fotos zu machen, nicht zu... Boah. Ach. Oh, er hat ein Foto... Er hat ein Foto von dir gemacht, Er hat ein Foto gemacht von unserem Haus. Oh ja, weil ich so schön bin. Okay. Ach, Shorty, komm mal her. Nessie? Mhm. Komm mal rein. Du musst einen Hammer in die Hand nehmen, sorry. Dann geht das nur. Ich hab keinen Hammer. Wenn du einen Hammer in der Hand hast... Ich muss mir erst einen Hammer craften. Dann musst du dir den Hammer aufcraften. Genau. Was hat der gemacht? Der hat einfach Werkzeuge. Erstellen. Okay, wir brauchen Hammer. Das hilft uns ein wenig. Das würde es wahrscheinlich sehr helfen, das stimmt. Okay, wo ist der Hammer? Und noch 10 Sekunden warten. Und hast du es geschafft? Ich muss gerade noch warten, bis der Hammer fertig ist. Hat das geklappt mit dem Hammer? Oh, ich habe 2 Hammer. Okay. Dann mache ich den Rest mal nicht zu Ende. Jetzt hier, wo ich drüber stehe. Wo ich drüber stehe. Ja. Upgrade zu Stein. Ah, okay. Aber nicht mit Stein, wir sollen erst mit Holz machen. Hier kannst du auch noch machen. Ja, warum sehen die anders aus? Ich habe außer den Stein genommen. Wie machen wir das wieder weg? Gar nicht. Aber jetzt haben wir alles mit Holz aufgewertet. Außer die Mitte. Jetzt haben wir alles mit Holz, das ist gut. Ja. Den Boden können wir auch machen, Shorty. Ich habe, glaube ich, kein Holz mehr, oder? Doch, habe ich noch. Upgrade, Holz aufwerten. Nespi? Ja? Ich habe kein Holz mehr drin. Ich glaube, ich muss gleich nochmal Holz suchen gehen. Ich kann den hier vorne nicht machen, wo die Schlafsäcke sind. Ja, das... Ich kann... Ja, genau. Kann ich auch nicht. Nein, die haben schon wieder richtig hingeschissen. Du kümmerst dich einfach um die Pferdescheiße. Also hier vorne kann ich es nicht machen, irgendwie. Same. Aber okay, ich habe kein Holz mehr. Ich brauche Holz. Warte. Ja, jetzt brauchen wir nur noch für das hier. Oh. Aber wir können Holz nochmal suchen gehen, wenn du magst. Ja, hier vorne. Einfach die Holz... die Bäume hacken. Die Bäume, ja. Was ist im Gebäude, Micha? Der Boden. Das hat ja nicht geklappt. An der einen Stelle zumindest. Oh. So. Oh, wir haben unsere Tür offen gelassen. Ich mach's dir mal schnell wieder zu. Sind alle Pferde noch da? Ach, Armin ist hier. Ich dachte schon. Ich dachte schon, da wäre jemand eingebrochen. Oder? Oh, unser Gebäude zerfällt. Was? Warte mal. Ich muss mal kurz was checken. Ich muss mal ganz kurz was checken. Hallo, Armin. Willkommen zurück. Öffnen. Hallo. Grüß dich. Wieso? Das dauert doch also Erhaltungsdauer 72 Stunden. Der hieß. Was hast du eben gemacht? Card. Ich habe ein Pferd gefunden und der Herr Sherlockard hat mich angequatscht. Gesagt, es wäre sein Pferd. Was denn? Wir müssen Steine im Inventar haben, sonst zerfällt unser Gebäude. Oh Gott, weil ich das eben mit Steinen gemacht habe? Ja. Oh Gott, können wir das nicht kaputt machen? Vielleicht kann Armin das reparieren. Schu, oh. Schu, wir haben Song beim Radio. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ja. Armin? Mann, meine Strophe hast du schon verpasst. Ich habe dich nicht gefunden. Armin, wie machen wir das mit dem Dach? Ich habe hier noch ein Radio für dich. So. Nee, ich habe da außersehen Stein genommen und nicht Holz. Du musst nur Danke. Rastplatz FM anmachen. Ach so. Kann man das auseinandernehmen wieder? Entweder du.
nimmst wenn du sie da draußen mal draufschlägst, ja. Und dann rechts klick und dann runter scrollen. Zu Rastas FM. Da passiert nichts. Auf DMCA Free. Nee, dann. Machen wir da jetzt aus? Und was müssen wir dann machen? Wir ja, und jetzt höre ich nicht. Ehrlich jetzt? Wir müssen Stein finden. Linksklick ist anmachen. Ach du Scheiße. Ja. Ich habe die ganze Zeit noch keinen Stein gefunden. Wir müssen Steine suchen. Ich denke, bauen wir weiter. Wir können Steine respawnen, Chat? Alter, ich bin doch schon überall lang gelaufen. Hier haben wir doch nie Steine gefunden, oder? Steine suchen ist halt auch wirklich nicht mein Favorite, muss ich gestehen. Ich werde auch voll müde, muss ich gestehen. Ich war wirklich schon überall. Ihr wart ja wohl Zeuge davon. Wir können mal. Ey, wir können legit unser Fernglas gerade auspacken. Und gucken, ob wir irgendwo Steine finden. Da vorne, oder? Ah ne, der sah einfach so groß aus, oder? Der sah einfach durch das Fernglas so groß aus. Was gibt's denn da überhaupt noch? Da vorne. Da ist jemand, oder? Nee. Wir laufen einfach mal los. Kann man die einzelnen Steine auf dem Boden nicht aufheben? Ich weiß es tatsächlich nicht, wie du. Ich glaube nicht, oder? Ja, wir müssen wirklich Steine finden. Oh Gott, stell dich mal vor, ich habe das Haus zerstört jetzt. Das wäre auf jeden Fall wieder typisch Shorty. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ich ein kleines Problem habe, weil ich glaube ich auch mein Steinbeil zerstört habe, oder? Holz sammeln. Ach, Stein. Ich habe einen Stein gefunden. Ich habe einen Stein gefunden. Noch ein Stein. Noch ein Stein. Oh mein Gott, ich bin einfach Lifesaver. Noch ein Stein. Metallerz. Soll einer mal sagen, ich hätte das Haus kaputt gemacht. Ich rette das Haus. Was ist das? Gibt Hühnchen. Okay, und wie nehme ich das jetzt auseinander? Ich kann ja wahrscheinlich nicht das ganze Hühnchen mitnehmen. Okay, wait. How do we do this? Im Stein. Klappt nicht. Oh doch. Tut mir leid, Hühnchen. Ich muss was essen. Okay, wir haben hier rohe Hähnchenbrust. Und Stoff haben wir ebenfalls mit dabei. Wir hätten auf jeden Fall noch Knochenfragmente. Bisschen Holz haben wir noch mit am Start. Okay. Habe ich jetzt den Speer wieder mit? Ja. Wir könnten noch einfach mal wieder zurück. Zum Haus. Warte, wo müssen wir da nochmal hin? Hier hin quasi. Warte, wo ist das Zeichen? Hier. Wir haben jetzt auf jeden Fall Steine. Wir müssen jetzt wahrscheinlich die Steine in unseren Schrank packen, oder? Damit quasi unser... Oh, da ist ein Pferd. Schon wieder. Anstatt dass er einfach sagt, hey, krieg ich einen Pferd. Chiara und Demore sind wieder hier. Gucken Sie so. Oh. Oha. Warte, wir laufen einfach wieder zurück, sonst fällt nachher auch noch unser Haus auseinander. Wir brauchten das Hühnchen zum Überleben, Chat. Sind Schuschu und so immer noch hier? Ja, Schuschu ist noch im Haus. Hallo? Wer kommt hier? Ich bin das! Ich habe uns Steine gebracht. Muss ich die reinpacken? Ja, hier rein, ja. Metallerz und Schwefelerz. Steine. Okay. Ich habe viele Steine gefunden. Gebäude zerfällt wieder, Shorty. Wieso? Wir brauchen Holz. Das Gebäude zerfällt. Warum? Brauchen wir Holz? Nee, Stein. Oh mein Gott. Nee, 72 Stunden. Jetzt geht's wieder. Ups. Wir müssen weiter Holz suchen.
Vielleicht war ich das. Nee, du hast die Steine rausgenommen, deswegen, Shorty. Ja. Jetzt sind sie wieder drin. Oh mein Gott. Bei mir ist aber alles rot. Ach, das ist der Sonnenuntergang. Ist jetzt zu? Ja, sieht gut aus. Hey, Shorty, guck mal. Ich hab einfach ein Radio. Wo ist denn dies her? Hat mit dem Modus geschenkt. Warte mal. Freundlich, schneller, okay, zeigen. Wir müssen Holz craften oder Steine oder so. Aber wir müssen aufpassen wegen den Tieren jetzt in der Nacht. Ich habe eben gerade ein Hühnchen getötet. Oh, cool. Ah, warte mal. Warte, ich leuchte dir. Ich leuchte dir. Guck mal, Shudu stellt sich genauso an wie wir, Chat. Wir trinken nochmal ganz. Wir lassen hier arbeiten. Chat, das ist doch mal gut, oder? Wie lange dauert das, bis es nicht mehr dunkel ist? Dauert jetzt echt ein bisschen. Wo ist Matteo? Matteo wollte uns eigentlich suchen. Matteo wollte suchen uns, ja. Wo ist Matteo geblieben? Ich sehe nur nicht diesen roten Pfeil. Ah, hier ist er. Ich glaube, ich würde mir mal eine Axt craften gehen. Schnell zurück. Mhm. Wo ist denn nochmal unser Haus? Ja. Wie viel Pferdemist hier liegt, das sieht ja schrecklich aus. Warte, ich sammle das mal weg. Pack das mal woanders hin. Können wir hier irgendwie hast du eine Lampe reinmachen oder so? Ein Lagerfeuer, glaube ich. In der Wohnung. Lagerfeuer könnten wir hier reinmachen. Oder? Erstellen. Wer kommt hier? Ich crafte gerade ein Lagerfeuer, warte mal. Da ist jemand draußen. Hast du dir schon eine gecraftet, eine Axt? Nee, muss ich mal gucken, wie das geht. Warte, ich guck, mach mal hier ein Lagerfeuer hin. Fernglas austauschen. So. Hallo. Ich glaube, das war nicht richtig. Wie zündet man das an? Warum nicht? Geht das? Ah, jetzt hab ich's mit E. Aha, oh. So, ich muss mal gucken, wo kann ich mir eine Axt craften? Bei Werkzeuge. Bei Werkzeuge. Chuchu. Bei Werkzeuge. Bei Werkzeuge und dann kannst du dir so eine Spitzhacke machen oder so ein Steinbeil. Und was ich eben hatte, war dieses Steinbeil. Das war gut. Da bräuchte ich jetzt rein theoretisch noch 100 Steine für. Ja, ich auch, aber ich will sie nicht rausnehmen aus dem Ding, weil sonst kracht unser Haus vielleicht zusammen. Ich habe, glaube ich, relativ viele Steine gesammelt. Oh! Armin? Ja? Weißt du, ob wir hier irgendwie so eine Lampe hinmachen können oder so eine Glühbirne? Findest du mein Lagerfeuer nicht so schön? Ist doch romantisch. Doch, hab vielleicht haben wir nicht. Ich kann das nicht aufwerten, wenn da, wenn da uns Sachen liegen, leider. Ja. Pferde, die scheißen ja auch immer hin. Ein bisschen Sprit. Schon wieder. Na komm mal mit, Gustav. Wo stellt man die hin? Hey, Juki. Guten Abend. Wie geht es dir? Oh, hier. Ah. Gustav. Wow, guck mal. Mach doch nicht diesen hier. Was hast du gemacht? Schau mal, Shorty. Ja. Oh, was? Wie cool! Eine Laterne. Warte, wir können wir das wieder wegmachen? Ich weiß nicht, wie man das Lagerfeuer wieder wegbekommt. Musst du mal Armin fragen.
Aber ich glaube, wir brauchen mehr Lampen als das. Wo hast du die gebaut? Das ist ja ultra cool. Elektrik. Armin. Lauchwerkzeug. Kabelwerkzeug. Wir hatten vorhin jemand, der hat Fotos von unserem Haus gemacht. Und ist dann einfach weitergedütten. Der wollte uns ausspionieren. Der hat ein Pferd dabei gehabt. Und man hat sein Gesicht nicht gesehen. Der hat irgendwas über seinem Kopf gehabt. Oder, Shorty? Ja, der sah ganz schön gruselig aus. Und dann hatten wir noch einen. Der wollte essen. Und als er kein Essen bekommen hat, wollte er uns ein Haus anzünden. Ja! Ich hab ihn extra Maissaat hingeworfen. Und dann haben wir ihm gesagt, wenn er nicht jetzt sofort verschwindet, dann werfen wir ihn mit dem Speer ab. Dann ist er weggelaufen. Wie ein kleines Weichei. Ja, sonst einfach mal zum selbsternannten Sheriff rüberreiten. In Charlocard. Der sagt, der hält die Insel schön und sauber. Wo genau findet man den? Wenn wir die Straße runterreiten. Okay. Oh, da ist jemand. Kommt er? Da kommt schon wieder jemand. Hallo? Oh, das ist ein Hirsch, war ein Hirsch. Aber da kommt jemand. Da kommen zwei Leute. Hallo? 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 Abgeschieden wohnt. Bitte? Ich wollte nur mal schauen, wer hier so abgeschieden wohnt. Mein Name ist Holla. Ja. Hallo, mein Name ist Shushu. Wie kommt man da durch? Hallo, Waldfee. Wie gefällt dir unser Haus? Wie ist er da durchgekommen? Möchtest du es dir einmal anschauen, Holla? Naja, die haben wir gefunden. Okay, okay. Das sind unsere Pferde. Warte mal. Komm, das ist hier nicht rein. Oh. Wohin des Weges, schöne Frau? Schöner Herr, meine ich natürlich. Eigentlich nur unterwegs war an der Tankstelle hier. Und da habt ihr das Haus hier gesehen. Und wie gefällt es dir? Sieht gut aus, oder? Aus, ne? So ein bisschen. Mit den drei Pferden? Ja, ist hübsch, gerade wie die Pferde da rauskommen. Oh, das ist echt süß. Eigentlich bräuchten wir eine Kamera. Um es einfach mal festzuhalten. Der links ist Gustav. Ich kann dir eins sagen, der ist echt frech. Ja. Okay, möchtest du da mit reinkommen? Komm, ich zeig dir die mal. Ich bin mir nicht sicher. Hast du etwa Angst? Nur so ein bisschen. Keine Sorge, meine Freunde schlafen schon. Hauptsache, du wächst sie bitte nicht auf. Ah, okay. Wir hatten eben gerade schon jemanden hier, der unsere Bude einfach abfackeln wollte. Ich gehe einfach mal davon aus, dass du nicht so jemand bist. Nee, normalerweise zünde ich keine Sachen an. Ich versuche den Leuten zu helfen und bin auf der Suche nach Praktikumsplätzen in der laufenden Woche, um mein Pflichtpraktikum abzuschließen. Ich kann dir einen Job anbieten. Wir haben hier öfter mal, wie du sehen kannst, ein bisschen Pferdemist liegen. Und das wäre halt super sinnvoll, wenn wir jemanden als Praktikanten hätten, der hier den Pferdemist wegmacht und sich um die Pferde kümmert. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein richtiger Job ist. Wir haben hier auch noch so ein Pferdesalon. Ich glaube, das ist eher so für Pferde und also weniger so privat. Ich könnte mir auch sonst vielleicht noch andere Jobs überlegen. Aha. Wie heißt wenn du? Sie einen richtigen Job haben, dann sagen Sie gerne Bescheid. Dann komme ich nochmal auf Sie zu. Haben Sie denn prinzipiell schon ein Praktikumsjob? Okay, super. Ich weiß nicht, ob ich dich ich habe schon einen Praktikumsplatz angeboten bekommen von einem Mediator an der Kreuzung unten. Moment. Aber das dauert noch. Kann ich? Aber das ist ja nicht so gut wie Pferdemist wegmachen. Das muss ja auch gemacht werden. Okay, ja, also ich guck mir ganz viele Sachen an. Also ist vielleicht machbar, dass wir auch hier Pferdemist wegmachen. Ja. Sie würden natürlich dann auch einiges an Gegenleistungen bekommen. Wir könnten ihnen natürlich auch ein bisschen was zu essen abgeben. Rein theoretisch. Ja, gerne in Zukunft. Okay, wir können ja auf jeden Fall nochmal drüber reden. Komm. Ah, okay, gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch, ich drücke Ihnen die Daumen fürs nächste Mal. Warte, ich mache Ihnen mal die Tür auf. Aber passen Sie auf Sie auf. Auf sich auf, bitte. Oh. Tschüss. Ja. Warte, wir machen das einfach wieder an, wollte ich gerade sagen.
Armin! Ja? Ja, nein. Was hast du hier Schönes gebaut? Oh. Ich? Das ist eine Workbench. Was macht man damit? Können wir bestimmte Sachen researchen oder halt. Guck mal, das Problem ist, ich habe richtig viele Sachen in meinem Inventar und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Was denn zum Beispiel? Was haben wir denn hier? Mais-Saatgut zum Beispiel. Dann Pferdemist. Pferdemist habe ich am Start. Schwefelerz. Hochwertiges Metall. Das klingt ja schon ziemlich besonders, eigentlich. Was haben wir denn hier noch? Stoff habe ich am Start. Das meiste kannst du hier rein tun. Okay. Sind das gute Sachen? Ja, aber wohin denn? Richtung große Scheune? Okay, aber ich weiß leider nicht so richtig, was gut ist oder was nicht. Metallerz ist bestimmt gut. Schwefelerz. Also eher Richtung Süden das oder Richtung Norden? Ah, okay. Das andere geht dann. Weißt du, was ich auch mit habe? Rohöl. Okay. Rohöl. Das kannst du auch rein tun. Damit können wir später noch mehr Öl zusammenbasteln. Okay. Ich habe eine leere Bohndose. Da ist leider nichts mehr drin, obviously. Und ich habe einen Briefkasten. Soll ich den Briefkasten einfach vorne hinstellen? Du kannst einen Briefkasten vorne. Vielleicht klappt das ja. Es ist schon wieder tags. Mach's gut. War eine Ciao. Schöne Begegnung. Schuschu. Ich hab Hunger. Warte, ich hab glaube ich noch ein bisschen Mais. Ein Maiskolben habe ich noch, pass auf. Lass es dir schmecken. Fuck, ich hätte ihn fragen können, aber was für mich hat. Danke. Schuschu, ich würde vielleicht mal. Ja. Ich weiß nicht so genau, wie ich einen Briefkasten aufstelle. Ja. Oh. Warte mal. Ach, wir haben schon wieder unseren Plan. Wo wollten wir denn hin haben? Hier so, hier wo ich stehe? Ja, das wäre gut, oder? Oha, du bist ja eine richtige Legende. Warum kannst du das so schnell? Du musst, oh, das Pferd kommt hier raus. Hilfe. Ja, ich bin's gerade. Der ist falsch schon, kann das sein? Ja. Ja. Warte mal, ich glaube, ist mein Game gerade abgekackt. Ja. Kann ich das noch ändern? Mhm, wie denn? Ja, ich glaube schon. Hast du einen Hammer? Kann ich das noch ändern? Wie denn? Halt E drauf. Oh, kann nicht schlagen. Nicht. Ja. Halt E drauf. Oh. Aber E drauf halten. Wie dreht man den um? Oh nee, tatsächlich, der geht nicht. Man kann den nicht kaputt machen. Oh, dann muss halt jemand hier. Dann muss halt jemand hier hochkommen, oder? Ich weiß nicht, wie das geht. Aber meint ihr wirklich, das fällt überhaupt irgendjemandem auf? Nee. Das checken die eh nicht. Die sind zu blöd dafür, sowas zu checken. Warte mal, wir können hier vielleicht nochmal gucken, ob wir noch irgendwas reinbringen. Ich würde jetzt mal ein Pferd nehmen und mal nochmal ein bisschen erkunden, so ganz helles. Die brauchen wir da wirklich nicht. Ja, ich würde auch noch ein paar Sachen zusammen sammeln. Schuschu, warte! Oh, wo ist denn der Ambus-Pferd? Ich hatte mein Pferd. Du hast Pferd Gustav von, geklaut! Ich gestorben bin, Brunhilde genannt. Ich würde mal gucken, wo Matteo ist, ja? Weil der wollte uns eigentlich suchen. Vielleicht finde ich Matteo. Armin, du hast dir Gustav geschnappt. Wolltest du mit Gustav ausreiten gehen? Ich wollte einmal rumreiten und gucken, was ich finde. Okay, mach das. Ich glaube, ich würde mich vielleicht schlafen legen. Vielleicht hole ich noch ein bisschen, vielleicht sorge ich noch für ein bisschen Holz und dann packe ich noch ein bisschen was ins Haus oder so. Das wäre super, danke. Okay, viel Spaß beim Erkunden. So, Chat. Ja. Selten so viel. Selten jemanden gesehen, der so viel Spaß mit dem Briefkasten hat.
Ich weiß auch nicht, warum ich mich über solche Sachen immer so freue, Chat. Man kann nicht einfach, weißt du, mit so richtig kleinen Sachen einfach happy machen. Ist ja auch irgendwie was Positives, oder? Ich kann nicht alles in den großen Schrank packen. Das meiste schon. Hat eben geklappt. Jetzt sammeln wir einfach noch ein bisschen Holz, damit es nicht auseinanderfällt, während Schuhe und so unterwegs sind. Und dann gehen wir kurz schlafen. Mit Stein draufhauen. Wirklich sehr witzig. Das funktioniert halt safe nicht, oder? Könnte ich mir nicht vorstellen. Hier lernt man fürs Leben. War doch schon immer so. So. Nice. Ich weiß halt gar nicht so genau, wie. Also, wir hätten. Diese andere Axt ist halt so viel besser, aber ich glaube, ich habe die aus Versehen geschrottet, als ich. Als ich eben gerade versucht habe, das Dach irgendwie kaputt zu machen und dann halt das quasi zu ersetzen mit Holz. Wir brauchen halt einen Trilux, der das halt regelt, aber der ist leider nicht mehr da. Funktioniert hat nicht. Schaut die Kleidung für dich und Gustav. Wo bekomme ich die her? Aber Gustav ist ja jetzt eh gerade fremd gegangen. Der ist jetzt mit Armin unterwegs. Sachen, die man herstellt, verbrauchen sich. Aber wie kann ich das? Also rein theoretisch müsste ich jetzt eine neue bauen oder kann ich die einfach direkt, wenn ich noch einen Stein habe? Aber ich habe halt gerade nicht mehr Stein. Vielleicht sollten wir ein Holzunternehmen aufmachen, Chat. Oh. Warte mal. Rein theoretisch, guck mal, wenn ich darauf gehe, fallen lassen. Wie kann ich das denn reparieren? Oder kann man den einfach nur wegschmeißen? Alle normalen, alle normalen Ressourcen gehen in den Schrank und ja, die Axt ist kaputt. Es gibt Tische zum Reparieren oder halt neu herstellen. Aber so. Wir werden einfach besser, Chat. Oh. Hä, ich sehe gar nicht die Lebensanzeige. Ach, da. Hallo? Hallo? Jetzt klappt's. Okay, jetzt sammeln wir gerade Knochenfragmente und sowas. Nice, haben wir den Speer schon wieder aufgenommen? Wo ist unser Speer hin? Da. Nee, hä? Da. Da ist er doch. So ein Huhn. Oh, Gorgon. Oh nein, das würde ich mit dir natürlich niemals machen. I promise you. So, wir nehmen jetzt nochmal den Baum und dann gehen wir nochmal kurz in die Hütte zurück und schauen einmal ganz kurz, dass wir hier nochmal so eine andere Axt bauen können oder so. Ich habe das irgendwie nicht getroffen, ja gut, wow. Warte. Okay, jetzt müsste das eigentlich gleich umfallen, I guess. Warte. 3, 2. Wenn ich das treffe. Ja, sehr gut. So, jetzt haben wir einiges an Holz gesammelt. Das packen wir jetzt auf jeden Fall noch in den Schrank rein. Die Steinachs kannst du auch so bauen. Eben als ich bei Werkzeugen geschaut habe, da stand hier ein Stein und da brauche ich auch einen Stein. Spraydose. Also rein theoretisch bräuchten wir Stein. Die Serverzeiten, ich glaube ab 15 Uhr sogar. Öffnen. Wir nehmen jetzt mal... Kann man die auseinander machen? Wie kann man denn einen Teil davon rausnehmen? Aufteilen. Gebäude zerfällt. Ich mache hier schon wieder schwierig... Wie kann ich denn einen Teil davon rausnehmen? Menge einstellen und Symbol ziehen. Ah, okay, perfekt. Pass auf. Ah, jetzt haben wir das. So, jetzt könnten wir einmal ganz kurz uns so eine Axt craften. Damit können wir halt rein theoretisch dann gleich ein bisschen schneller arbeiten. 24/7? Nee, ich glaube, die sind nicht 24/7 offen, oder? Ich weiß es gar nicht so genau. Wir werfen das einfach weg. Fallen lassen. Und gleich kriegen wir eh eine neue. Wo ist sie denn? Da unten. Okay.
Boah, weil dann können wir nämlich hier wirklich deutlich schneller unser Holz abbauen und daran arbeiten. Ich weiß es nicht. Weiß das jemand safe, wie die Serverzeiten sind? Ich dachte auch 24/7. 24/7, ehrlich? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wann die ist. Wo ist mein Speer hingeflogen? Wo ist mein Schwert? Da. Ich habe ihn wieder gefunden. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, an welchem Baum ich gerade gearbeitet habe. Da hat es jemand ziemlich eilig. Hä, wo ist denn das X? Ach hier. Wie kriegen das hin, Chat? Oh, das war gar nicht so schlecht. Mist. Naja, wir lassen ihn laufen. Wir lassen ihn einfach laufen. So. Okay, das ist jetzt der letzte Baum. Das ganze Holz packen wir jetzt zurück. Und rein theoretisch hätten wir beim nächsten Mal dann auf jeden Fall... Kann man nicht noch was anderes bauen? Können wir nicht noch hochbauen oder so? Wir sind nur auf einer Etage. Ist das normal so? Oh Gott. Pferdemist. Was haben wir denn hier drin? Rein theoretisch haben wir ein Fernglas. Speer haben wir noch hier mit dabei. Könnten wir nicht das Holz... Ach, ist es das gleiche? Sieht irgendwie ziemlich ähnlich aus. Ist überall das gleiche drin, oder? So, packen wir das ganze Holz auf jeden Fall hier vorne mit hin. Und sortieren das mal ein bisschen. Der innere Monk in mir möchte das ein bisschen sortiert haben. Hier oben kommen dann die Steine und sowas hin. Hier ist auch noch ein bisschen Stein. Ja, das brauchen wir ja auch unbedingt noch. Und hier ist Metall. So, und ich weiß nicht, was das genau ist, um ehrlich zu sein. Einfacher Kraftstoff. Aber wie komme ich denn da oben hin? Vielleicht sollten wir uns das morgen überlegen, Chat. 24/7. In der FAQ gibt es keine zeitliche Beschränkung bezüglich Server. Okay, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre immer nur ab 15 Uhr, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch gar nicht genau, wann die anderen Leute immer spielen bei uns. Bitte benutzen. Herstellen. Können wir noch irgendwas Cooles bauen? Ein Kamin. Schmelzofen. Werkbank. Braucht man dafür so eine Werkbank? Werkbank. Metallfragmente, hochwertiges Metall und Metallschrott und so weiter. Mit Pferd ist einfacher Tiere jagen. Achso, man kann tatsächlich vom Pferd aus das machen. Gut, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, um ehrlich zu sein. Haben. Ja, um all diese ganzen Sachen zu bekommen, haben wir leider auch nicht wirklich genug. Was haben wir denn hier? Spraydose. Da braucht man Metallfragmente. Waffen. Ich hätte gerne so ein Messer. Knochenfragmente. Oh mein Gott, wir müssen unbedingt das nächste Mal, wenn wir spielen, möchte ich unbedingt ein paar Tiere jagen. Ich möchte so ein richtig cooles Messer haben, Chat. Oh, das wäre richtig cool. Warte, vielleicht finden wir jetzt auf die Schnelle noch irgendwo einen Hirsch oder so. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Hirsch treffen, ist halt auch endlich so hoch. Wir packen mal ganz kurz unser Fernglas aus. Hier ist halt einfach weit und breit gar nichts. Warum sind wir eigentlich so weit draußen? Also hier ist ja nichts. Hier ist ja wirklich nichts. Also der Plan für morgen oder wann auch immer wir das nächste Mal spielen, Chat, ist auf jeden Fall, wir werden dann Knochenfragmente zusammensuchen oder zusammensammeln, damit wir dann auf jeden Fall uns quasi nochmal so ein richtig cooles Messer bauen können. Und dann könnten wir rein theoretisch auch, glaube ich, so ein bisschen die Tiere ein bisschen besser auseinandernehmen. Weil dann hätten wir nämlich nicht mehr das Problem, dass wir es mit dem Stein machen müssen. Genau, das sollten wir uns einfach notieren. Und das ist der Plan für morgen oder wann auch immer. Ja, ich denke mal morgen oder Dienstag. Ich weiß nicht, ob wir es morgen schaffen. Der Stecher von Duisburg ist Messerspezialist. Wo findet man den? So,
Dann würde ich mich, glaube ich, schlafen legen. Das hier war mein Schlafsack. Warum haben wir so viele Schlafsäcke? Wir sind für 5 Personen. Ja, mit Crunchy. Nee. Schlafsack umbenennen. Wie kann ich mich da reinlegen? Ich möchte mich da reinlegen. Oh. Shorty. Oh. Einfach ausloggen. Ach so, ich kann einfach hier rausgehen, dann rausgehen. Ach so, und dann lege ich mich dahin. Ah, ich dachte, man müsste halt sich wirklich genau auf den Schlafsack halt setzen. Einfach ausloggen, okay. Okay, und wenn ich mich einfach ausloggen würde, wenn ich unterwegs wäre, dann würde ich quasi einfach unterwegs irgendwo liegen, right? Hallo, Schmelino. Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen. Friendly Server. In der ersten Season gab es halt Serverzeit, damit niemand um 5 Uhr morgens deine Bude platt macht. Aber sowas gibt es ja, also soll man ja eigentlich dieses Mal gar nicht machen, oder? Da war sowas, also rein theoretisch. Ich hoffe einfach, dass niemand unser Haus zerstört, damit unser... Also ich meine, Armin hat Gustav eh mit dabei, von da mache ich mir keine Sorgen. Hallo King Escalation, wie geht es dir? Hallöchen. Ich werde gerade actually ein bisschen müde. Also wir hätten entweder die Möglichkeit, noch eine Runde vielleicht Bello zu spielen, um nicht völlig einzuschlafen, aber ich werde, also ich glaube, sonst kann ich meine Augen nicht mehr so lange aufhalten. Also ich finde zumindest es noch sehr ungewohnt. So, ich weiß nicht so genau, ob ich tatsächlich die ganze Woche halt Rust durchzocken werde, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht, bin mir nicht so sicher. Ich glaube halt mit so prinzipiell anderen Leuten macht es halt, glaube ich, schon Spaß und so, aber... Das ist doch nochmal was anderes als das, was ich halt normalerweise spiele, so. Schön, dass du am Anfang, aber es wird auch besser werden. Hat Spaß gemacht, das zu schauen. Ich hoffe, du hast auch deinen Spaß dran. Ich fühle mich eigentlich mehr überfordert. Ich habe eher ein schlechtes Gewissen, dass es halt für euch vielleicht nicht irgendwie so spannend sein könnte. Wisst ihr, was ich meine? Energy. Aber ja, vielleicht sind wir schon durchaus öfter gestorben als der ein oder andere. Wenn du reinkommst, wird es, denke ich, auch besser, denke ich. Ja, das kann gut sein. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Okay, danke fürs Feedback, Chat. Aber hast du dich gut geschlagen? Es hat auch Spaß gemacht. Musst du viel lachen. Oh Gott, aber auch nur, weil ich immer so lost bin. Mann, ihr hattet euren Spaß, als ich immer gestorben bin. So ist es also.